Genau, erst fahre ich mit dem Wok ein Planschbecken rein und dann lasse ich sein. So, willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Dercho TV Games. Oh, ja, ihr seht's. Der Balken ist wieder zurück. Hier, seht ihr den Balken? Da, seht ihr den? Der Balken ist wieder da. Ja, ich habe ein bisschen am On-Air-Design gefummelt. Mal wieder. Und jetzt, ich schwöre. Ich schwöre, ich fasse ihn nie wieder an. Also den On-Air-Balken. Den Balken da unten. Fasse ich nie wieder an. Den fasse ich nie wieder an. So, den fasse ich nie wieder an. Geht schon gut los, wenn er sagt, ich fasse ihn nie wieder an. Endet nie gut. Falls ihr es nicht bemerkt habt, ich habe ein bisschen heute mal am Design rumgebastelt. Ein bisschen einheitlicher alles. Schön mit einem D drinne. Ich erinnere dich in 2 Monaten wieder daran. Nee, der bleibt jetzt. Ich habe das für andere Spiele noch gar nicht konzipiert, weil ich eigentlich gesagt habe, heute gibt es keinen Stream. Dann doch. Dann ja. Dann nein. Dann doch. Ja, ihr wisst ja, wie es abgegangen ist. Heute ist, wie gesagt, ein bisschen Wünsch dir was Samstag. Das heißt, es gibt mal wieder wenige Sonntage, wo Vadi streamt, aber sehr viele Sonntage, wo er nicht streamt. So sieht es nämlich aus. In dem Sinne nochmal guten Abend, willkommen hier an diesem Samstagabend. Heute nicht Open End. Wäre eigentlich schön gewesen, was vorhin Don Pedro geschrieben hat. Wenn Open End, dann hätte ich Turner 1 aufs Maul gehauen. Am Ende. Am Ende nicht mit dem Pokémon, sondern ihm selbst wahrscheinlich. Nein. Liegt halt einfach daran, dass ich einerseits natürlich sagen kann, es kann am Samstag egal wie lang sein. Es ist aber jetzt eine Ausnahmesituation, weil ich morgen wahrscheinlich den ganzen Tag unterwegs bin. Heißt also, da sollten Sie sich jetzt einer im Chat hoffentlich angesprochen fühlen, dass vielleicht mal so ein, zwei News auf einer sehr schönen Webseite, die es seit mehr als 6 Jahren schon gibt, News veröffentlichen. Ja, nur so als kurze Information. Nur so nebenbei. Grüße an dieser Stelle. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Einstieg ins Wochenende. Im Übrigen sehr schönes Wetter auch noch. Habe heute auch, ja, Eiskeks. Eigentlich meinte ich dich, Led, aber ist egal. Eiskeks ist nicht da. Wo ist er eigentlich? Ah, wahrscheinlich. Ich nicht. Morgen Pokémon Community Day. Ach, ich auch! Was für Zufälle! Ja, morgen ist Community Day, deswegen bin ich morgen mal in Bielefeld wieder unterwegs. Besuche den lieben Error. Falls du irgendwie vielleicht im Lurk zugucken solltest, liebe Grüße. Ich hoffe, dir geht es gut. Was wollte ich sagen? Genau, ich hoffe, ihr habt den Einstieg ins Wochenende, zumindest für die, die ab heute Wochenende hatten. Ja, morgen noch keine News auf der TV. Pech gehabt. Es gibt morgen keinen Stream und keine News. Ich muss wieder früh aufstehen für den Scheiß. Alles gut. Ist auch besser so, dann kannst du am Abend schön alles zusammenfassen. Kann man, ist immer schöner, wenn man das so macht, anstatt sieht's denn eigentlich besser aus, ne? Weiß egal, kann man eigentlich so lassen. Ich habe ja mal eigentlich mal überlegt, hier den Arm mal komplett zu verstecken und das Ding hier so drüber zu halten. Ne, wie man das ja früher mal gemacht hat. Aber dann hätte ich es so schön sagen müssen, ne? Aber dann habe ich mir doch überlegt, komm, wie damals in frühen Zeiten oder wie heute natürlich. Kann morgen in Ruhe umziehen. War auch nicht schlecht. Ich bin ja auch mitten am Wochenende umgezogen. Ne? Ist jetzt. Wait. Das ist bei mir jetzt auch schon 3 Jahre her. Ich glaube, genau jetzt auch an diesem Wochenende. 3 Jahre. Müsste. Seit 3 Jahren wohne ich schon hier. Und seht, was aus mir geworden ist. 3 Jahre neues Studio? Nein, 3 Jahre Auszug. Sagen wir es mal so. Das Studio hier ist doch nicht neu. Das ist wahrscheinlich mehr als 3 Monate alt. Und ich wollte schon wieder umstellen, ne, Leute. Es fehlt halt immer noch ein Regal im Hintergrund, ne? Es sieht halt immer noch so nackig aus. Nein, ich glaube an diesem Wochenende, ich glaube es war auch 13. oder 14. März. Es war Mitte März 2019. Dass ich mit einem Kollegen meine Sachen gepackt habe und mich von meinen Eltern verabschiedet habe. Es fühlt sich halt immer, wenn man darüber redet, fühlt es sich ein bisschen komisch an, weil du ganz genau weißt, ne, du hast deine Eltern verlassen, und hast sie immer unterstützt. Jetzt unterstützen sie dich, ne? Ich habe vor 1 Woche ein Fresspaket bekommen. Davon ist schon fast alles weg. Nein, Spaß. Gute ist noch da. Die Hähnchen sind noch da.
Habe ich das gleich gemacht? Ich weiß es nicht. Was wollte ich sagen? Genau. Es gibt heute Pokémon. Und es ist so, dass ich mir mal gesagt habe, einfach das Wort Regal auf den Zettel schreiben, schöne Buchstaben und dann da hinten dran kleben. Eigentlich könnte ich das auch. Ich habe sowieso einiges vor noch mit dem Hintergrund. Also schreiben Regal. Oder ich drucke mir mit meinem Drucker so ein Regal aus. Wie lange würde das dauern, mit einem 3D-Drucker ein Regal zu bauen? Nee, wie gesagt, die Kohle ist einfach nicht da. Wenn die Kohle da wäre, wirklich, wenn ich... Ich müsste 100 Euro haben. 100 Euro und ich könnte ein schönes, schickes Regal holen. Es muss nicht ein Ikea Kallax sein. Für 100 Euro habe ich ein schönes Regal bei Jysk gefunden. Jysk im Übrigen heißt jetzt dänisches, also heißen sie jetzt so. Dänisches Bettenlager heißt jetzt Jysk. JYSK, glaube ich. Und da habe ich ein schönes Regal gefunden, was hier hinten richtig reinpassen würde. Natürlich würde dann die Vitrine verschwinden, ne? Weil das Regal ein bisschen breiter sein wäre. Und ich könnte dann hinten halt meinen ganzen Nerdshit draufbauen. Ihr seht, was da ist, kein Platz, ist nichts. Und die Autogrammkarten, die will ich nicht an die Wand kleben, ohne irgendwie gescheite Rahmen. Ich brauche auch noch Rahmen. Ja gut, Bilderrahmen zu kaufen ist nicht schwer. Aber ich habe schon mal ein paar Sachen gesehen, gesucht, gefunden. Eigentlich wollte ich heute sogar auch noch meine Wishlist auf Amazon ein bisschen aktualisieren bezüglich meiner Technik. Habe ich immer noch nicht gemacht. Jysk. Ja, ich musste mich halt auch kurz wundern. So heißt Jysk heißt in Dänemark schon lange so. Bei uns hieß es einfach nur bis vor kurzem ein halbes Jahr noch dänisches Bettenlager. Jetzt heißt es ja auch Jysk. Und der Jysk hier in Lage ist auch vor kurzem was umgezogen. Ist jetzt größer. Sieht halt wirklich aus wie so ein dänisches Bettenlager. Ne, ist wirklich umgezogen. Ist jetzt riesengroß. Also ich habe da auch gesehen, dass sie schöne Stühle verkaufen. Ich kann auch noch einen Stuhl gebrauchen. Seht ihr? Gerade das nächsten Sonntag ausfällt. Warum? Wolltest du mir 100 Euro spenden, Daniel? Ich bin... Nein, Spaß. Im Übrigen nicht wundern, es ist Eistee selbst gemacht. Sonst hättest du 2 Jahre Update feiern können. Ja, hätte ich. Aber ich nehme den Geburtstag-Update vom richtigen Update, also im Herbst. Ich glaube aber, dieses Jahr ist schon 8. Geburtstag oder so. Ja, Don Pedro, wie gesagt, es scheitert am Geld. Es scheitert am Geld. Ich habe es leider geradewegs dafür nicht nötig. Ich muss bald Geld fürs Straßenverkehrsamt bezahlen, damit ich A, meine theoretische Fahrprüfung mache. Ja, ich mache trotzdem meinen Führerschein, auch wenn bald 10 Euro Sprit kostet, ist mir scheißegal. Für die Brille musste ich Geld ausgeben und das ist ziemlich wichtig, weil sonst bin ich wirklich ein Blindfisch und ich muss sowieso bald noch zum Augenarzt meine Augen kontrollieren lassen, so und so, so oder so. Ja. Ja genau, Update ging am 20. Nächste Woche Sonntag? Ja, was nicht ist, kann auch werden, aber Wochenplan steht leider schon. Ist ja nicht schlimm. Das ist, wie gesagt, muss man jetzt auch nicht unbedingt feiern. Das ist kein runder Geburtstag, ne? Aber 2022, damals sogar um 18 Uhr. Ja, damals. Damals sogar um 18 Uhr, so sieht's aus. Gibt's dann 8% auf deinen Merch? Das Problem ist, ich feiere ja nicht die Formate, ich feiere ja das Projekt. Also DerchoTV. Und DerchoTV wird dieses Jahr, und jetzt kommt's, stolze 14 Jahre alt. Wisst ihr, was das heißt? Nächstes Jahr ist Jubiläum. 15 Jahre DerchoTV. Wenn DerchoTV bis zum 1. August 2023 noch existiert, was ich natürlich sehr hoffe, fette Party. 14% Rabatt für was? Weniger Gehalt? Was jetzt schon nicht existiert? Uff, mitten in der Pubertät. Ja. Wow. Daniel, die 15-Stunden-Streaming gab es letztes Jahr schon. Naja, man muss sowieso mal gucken. Also eigentlich würde DerchoTV 2023 nächstes Jahr quasi zweimal Geburtstag feiern. Einmal Reinkarnation, also Restart 2013, ne, als DerchoTV der Name wieder da war. Und dann natürlich den 15. Geburtstag, wo das Ganze zum ersten Mal erwähnt wurde. Damals, als das Internet noch wie heute Neuland war. Gut, ich will nicht ablenken, ich will Pokémon spielen mit euch. Heute bis 23 Uhr. Wie gesagt, also keine 2 Stunden, keine 3 Stunden.
Und ja, wir werden heute trainieren. Wir haben ja schon am vergangenen Mittwoch, Samstag, hä? Vergangenen Samstag habe ich auch gestreamt, aber da war ich dann unterwegs. Für die, die im Übrigen die vorherige Folge nicht gesehen haben, ich weise gerne auf etwas hin. Das nennt sich dercho.tv.de. Da ist unter anderem heute jetzt schon eine neue Gaming-News veröffentlicht worden, ne? Und auch im Übrigen die Sims 2-Session von gestern. Wer, wie gesagt, gestern nicht zugeguckt hat, ich habe gestern Sims 2 gezockt. Gestern gab es eine Heirat, gestern gab es Hochzeit. Ne? Also wer im Übrigen. Und wie gesagt, es gab, das möchte ich nochmal sagen, gestern, wo haben wir das? Hier. Da. Wer am Mittwoch nicht dabei war, der kann sich's hier nochmal angucken, die Ausgabe vom Mittwoch. Ne? Das ist jetzt im Übrigen wirklich schon 11. Session, die elfte Session schon in diesem Jahr alleine für Pokémon Weiß. Und wir spielen ja immer so um die 2 Stunden. Das ist jetzt heute ja auch wieder so um die 2 Stunden. Ne? Und ich weise gerne auch nochmal darauf hin, abonniert den DerchoTV Games Kanal. Ich würde mich sehr, sehr drüber freuen. Heute 2 Videos veröffentlicht. Ne? Einmal natürlich die Release-Video. Ich müsste das eigentlich nochmal ändern für den März, das ist nämlich veröffentlicht worden. Und natürlich dann auch, wie gesagt, die Sims 2 Ausgabe Session von gestern. Und natürlich gibt es ja nächste Woche wieder Gameboy Time. Ne? Gameboy Time feiert in diesem Jahr im Übrigen, wie gesagt, 250. Ausgabe. Und da freue ich mich sehr drauf. Deswegen gibt es Anfang April dann 250. Ausgabe Gameboy Time. Freut euch drauf. Ja. Freut euch da drauf. 250. Ausgabe Game Boy Time. Das wird mega. So, jetzt aber super Jubiläumsjahr bei Dercho TV. Ja, ich feiere ja nicht jedes Jubiläum, ne? Wenn die runden Ausgaben vielleicht und so, aber nicht irgendwie 10. Sendung, ey! Ne? Ich möchte im Übrigen auch darauf hinweisen und ich zeige euch jetzt einen Ordner. Und ich zeige euch jetzt einen Ordner nämlich, was im Übrigen bald auch noch für ein Jubiläum ansteht. Ich möchte es ganz kurz gerne mal zeigen. Hi, Wuppi. Jetzt wirklich hochexklusiv. In dieser Woche wird die 100. Folge Pokémon Heart Gold veröffentlicht. Ja, und ich habe sie leider nur 25 Minuten gemacht, obwohl ich mir reingeschrieben habe, du machst sie 45 Minuten lang. Am Arsch. Ich habe nicht dran gedacht, dass es die Folge 100 war. Ja, im Übrigen wird es auch Änderungen bei Pokémon dann geben ab übernächster Woche, denn eine Ausgabe von Pokémon wird nämlich den Veröffentlichungstag wechseln. Mehr verrate ich noch nicht. Das wird nach der Veröffentlichung der 100. Folge bekannt gegeben. Es wird so sein, dass Pokémon sowohl die Woche beginnt als auch die Woche beenden wird. Mehr sage ich nicht. So. Aber von Heart Gold zu Pokémon Weiß. Deswegen mache ich jetzt mal die Musik aus. Und wir gehen über in Richtung Pokémon Weiße Edition. Was ist sie? Warte, du bist nächste Woche Samstag dann dabei. Wuppi, ich wollte es dir eigentlich noch persönlich schreiben, aber das wird ein bisschen schwer. Wie gesagt. Oh! Montag und Sonntag. Schwer bedeutet. Moment. Ich bin knapp bei Kasse. Das ist leider das Problem. Ich musste, wie gesagt, geradewegs Geld noch für Straßenverkehrsamt abgeben. Und für Brille. Das waren insgesamt über 100 Euro. Tut mir leid, Wuppi. Ja, ich, wie gesagt, es hat sich leider wegen meiner verdammten Sehkraft hat sich leider alles so ein bisschen verzogen. Ich wollte eigentlich, das kann ich ja mal erzählen, ich wollte eigentlich schon vor 2 Wochen meine Prüfung machen. Meine Theorieprüfung im Führerschein. Weil ich aber so scheiß Augen habe, hat sich jetzt alles nochmal verzogen. Und wahrscheinlich werde ich jetzt sogar die Prüfung erst im April machen. Was für eine Scheiße, ne? Aber was willst du machen? Aber bin ich selbst dran schuld. Also, ich brauche mir da keine Häme anhören oder so. Ich weiß es selbst, aber jetzt haue ich auch rein.
Nicht beim Fahrlehrer oder bei der Fahrschule, sondern bei mir selbst. Aber was soll's? So, wenn du einer der folgenden Farben wärst, wärst du blau. Ist blau dabei? Ist egal. So, wir gehen rein. Und was haben wir gemacht beim letzten Mal? Genau, trainiert. Freunde, deswegen machen wir heute diese Zusatzausgabe. Ihr seht, wir müssen nur noch drei Pokémon. Oh, Item. Ist immer noch für mich zu laut, ne? Weiß ja nicht. Ist alles entspannt mit Ton und so? Ich weiß es ja nicht, weil ich habe ein bisschen heute am Ton rumgefummelt. Und deswegen weiß ich nicht, ob alles so dementsprechend entspannt ist. Ich werde das mal so machen. Moment. Damit ihr mich dann auch, damit ihr auch dann ein bisschen Mikrofon sehen könnt. Und damit ich auch Zugang zur Tastatur habe. Wir haben den haben wir den Arena-Leiter schon besiegt? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht, Daniel. Deswegen, wie hier am Trainieren sind. Oh ja, muss ja immer hier drauf drücken. nee, nicht geben, nehmen. Ein Fluchtseil. Das ist sehr schön. Ich habe ja noch keinen. Doch, Schaufel habe ich doch schon, oder? Hier, er kann's. Schaufel. So. Nee, Arena-Leiter haben wir noch nicht besiegt. Dafür sollen alle auf 35. Eigentlich sollte Verkokel sogar auf 36. Aber ich verzichte heute drauf. Und sage deswegen, obwohl komm. Ruckheimann kann ruhig vorne sein. Navitaub kann noch warten. Wir können bei der Frau im Übrigen. Oh nein. Jetzt regnet's auch noch hier. Oh nee. Oh nee, jetzt regnet's auch noch hier. Alter, womit hab ich das verdient? Ist das Wetter hier so beeinflussbar? So beeinflussbar. Jetzt ist sogar hier Regen. Das hatten wir beim letzten Mal nicht im Übrigen, ne? Das möchte ich nochmal klarstellen, ne? Toneinstellungen passen soweit. Danke, Wuppi. Ich hoffe, euch geht's gut. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid gut ins Wochenende gestartet. Ich habe heute das Wochenende dazu genutzt, um mal wieder ein bisschen meine Wohnung aufzuräumen. Oh, ich muss aufpassen. Und ein Biss noch und dann weg. Und ich habe, wie gesagt, ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen Boden gewischt, ein bisschen gesaugt. Rot, blau, grün. Ist das nicht auch immer so die Einstellung? RGB? Ha, RGB! So. Er hat mir gerade eine Gyros-Pizza bestellt. Diät. Diät? Eine Gyros-Pizza. Gut, kann man machen. Kann man machen. So. Champignon und Laukarps. Mal gucken, ob das auch so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Oh ja, Knirscher. Rockheimann kann ja schon Knirscher. Deswegen das auch richtig reinhaut. Ich wusste es. Ich wusste es. Pizza-Diät. Es gibt eine Pizza-Diät? Ich habe heute von einer Maduro-Diät gehört. Können wir schnell, bitte? Hau die Scheiße weg. Geht doch. Hochmut. Oh, jetzt kriegt ihr doppelte Hochmut, ne? Oh mein Gott. Doppelte Hochmut. Oh nein. Ha, es schreckt zurück. Sehr gut. Pute nur. Nur Pute. Oh. Ich habe in letzter Zeit sehr viel Huhn gegessen. Ich weiß nicht. Also mir wurde gesagt, Huhn ist gesund. Ne? Ich habe aber mir immer irgendwann mal wieder überlegt, mal Schwein zu essen. Weiß auch nicht warum. Aber was soll's. Warte, lies noch mal. Pute pur. Eine Pu Pu Weißt du, wie eine Putin-Diät geht? Stellst eine Flasche Wodka auf den Tisch und sagst nach drauf hier. So, das ist die Putin-Diät. Ich will. Hallo. Eine Putin-Diät. Ich trinke nochmal von meinem selbstgemachten Eistee. Die kann man, ja, die kann man sich nicht mal schön saufen.
Weißt ja nicht, wie, du weißt ja nicht, wie das Motto sich ja von Putin sich anhört, ne? Von Michael Gorbatschow war es ja. Ihr kennt doch bestimmt die Sendung Gefragt, Gejagt, oder? Da gab es ja die Frage, wie hieß der letzte Präsident der Sowjetunion? Und da hat ein Kandidat einfach geantwortet, Wodka Gorbatschow! Ich lag lachend auf dem Boden. Ja, ich lag lachend auf dem Boden. So einfach geht das. Bitte geht mir weg mit den Attacken. Aber gut, es ist keine Käferattacke. Sprungkick. Oh mein Gott, da ist Jackie Chan! Ja, es ist wirklich, ich weiß nicht, es ist... Ja, Diät habe ich auch schon wieder dran überlegt. Ja, dementsprechend. Ja, weil die dann sage ich den Samstag ab und wir verlegen ihn auf nächsten Monat. Nächsten Monat, ja, müssen wir mal gucken. Wenn, dann kannst du es halt auch mit Paul halt nur machen oder willst du dich nicht nur mit Paul treffen? Würdet Paul damit sehr verletzen und wie gesagt, das läuft uns nicht weg. Ich muss selbst gucken, wie auch mein Geld im nächsten Monat ausschaut, ne? Aber wir können es, wie gesagt, auch gerne, Wuppi, ich hätte auch eine sehr gute Idee. Du könntest gerne im April mal gerne vorbeikommen, ne? Ich könnte dir Lage zeigen oder Detmold oder Bielefeld, ne? Oh, diese Käfer-Pokémon, die gehen mir so auf die Eier. Also ich werde nebenbei doch mal Verkuckel rausholen. Ich habe da jetzt echt keine Lust irgendwie. Weißt du, es ist nur noch ein Level mit dem Pokémon hier. Okay, gut. Wie gesagt, musst du nicht unbedingt wegen einer Person absagen. Wenn ich nicht kann, kann ich nicht. Wie gesagt, bei mir ist auch Führerschein im Moment so großartig im Vordergrund. Ich will das jetzt so langsam durchkriegen. Ich bin auch heiß drauf. Das ist wirklich wahr. Ich bin heiß wie Frittenfett. Und sehe noch roh aus. Ich hab Bock auf den Führerschein. Ist kein Witz. Oh, und jetzt kommt Doppelkampf, ne? Welches scheiß Timing. Kann der Regen mal aufhören? Irgendwie ist meine Musik für mich trotzdem noch zu leise. Ich meine jetzt wirklich ernst. Kann der Regen bitte mal aufhören? Boah, ich flüchte, ist mir scheißegal. Tschüss. Ich hab keine Lust mehr. Ich könnte aber mal zurücklaufen, oder? Weiß nicht. Überlege ich mir, um Tränke zu kaufen. Unter welcher? Jetzt kommt's. Natürlich. Wie gesagt, Tür steht offen. Problem ist nur, du müsstest auf einer Couch schlafen. Wenn es dir nichts ausmacht. Wie gesagt, ne? Wenn es dir nichts ausmacht, auf einer Couch zu schlafen, dann würde ich, wie gesagt, dir das anbieten wollen. Ne? Du könntest ja mal auch zu Björn fahren und Björn einfach mitnehmen. Einfach in den Sack packen. Ja gut, siehst du. Ist ja kein Problem. Man kann halt ruhig wirklich was gemeinsam machen. Ne? Wir können ja dann den Kochstream realisieren. Resalisieren. Was habe ich heute für Wörter im Kopf? Immer diese komische Wörter im Kopf. Ne? Die nicht sprechen können. Wörter im Kopf. So. Ja, wenn es kein Problem ist, ist gut. Weil Bettsachen habe ich. Ne? Das kann ich anbieten. Und ja. Habe ich kein Problem mit. So. Ich laufe jetzt gerade nochmal zurück, um mir so ein bisschen Supertränke und alles zu kaufen. Weil, ich glaube, das Geld, was ich habe, das wird, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht rein. Sonst hätte ich auch noch eine Isomatte und Schlafsack. Ja, ich weiß nicht, musst du wissen. Also, ich würde dir die Couch anbieten im Wohnzimmer. Ne? Da steht auch meine Playstation, sage ich schon. Wenn ich habe eine Playstation bekommen statt eine Xbox. Da steht auch meine Xbox und mein Fernseher. Dann kannst du die ganze Nacht auf Fernsehen gucken, nachts, wenn du willst. Habe ich auch kein Problem mit. Ne? Aber auch ein Zelt. Wenn du zelten willst, gerne. Ich habe nichts dagegen. Mitten im Winter. Es fängt auf einmal an zu schneien. Naja, hinten bei mir im großen Garten, den ja alle nutzen dürfen, da haben schon mal eine Freundin vom im Wohnzimmer. Das wird ein bisschen schwer. Das ist, wie groß ist das Zelt? Wie groß ist es? ich habe kein... Ah, ich habe 6 Hyperheiler, guck mal.
Jetzt sind mal die Hyperheiler hier im Einsatz. Drei Mannzellen, das ist groß. Mein Wohnzimmer ist klein. Weißt du, hast es im Silvester-Stream, hast du ihn gesehen, aber stimmt, eigentlich müsste mein Wohnzimmer noch renoviert werden. Scheiße, nicht mal dafür habe ich... Alter, Tampignon! Ey, jetzt geht mir dieses Tampignon so dermaßen auf die Eier, ne? Baronbeere. Stimmt, da müsste ich eigentlich Dingens auch noch fragen. Müsste sie mal echt mal nachfragen, wann sie Zeit hat. Hoffentlich nächstes Wochenende oder übernächstes Wochenende. Ich habe ja noch alles. Also für die, die, das war aber sehr einfallsreich bei den Pokémon haben. Ja, Tampignon. Ja, ich weiß auch nicht, warum so einfallslos, ne? Aber nun gut. So. Dann gehen wir mal zurück ins Pokémon Center. Dann können wir uns da auch nochmal heilen lassen. Erstmal gehe ich hier hin. Und dann kaufe ich mal ein bisschen ein. Wir brauchen nämlich ein paar Items. Ich werde auch ein paar Items verkaufen, die ich nicht brauche. Weil es nämlich ziemlich wichtig ist. Und das ist nämlich auch sehr wichtig. Ja. Hallo. So. Nee. Ja. Ja, sind noch 5000 übrig. Habe ich kein Problem mit. Aufwecker kaufe ich 5 Stück. Dann werde ich ihn Montag in Essen treffen. Er meinte, dass er dann noch öfters in der eSports Arcade sei. Ja, schau dir mal eSports Arcade mal an, ne? Vielleicht, wenn wir es irgendwie hinkriegen, dann im April oder etwas später, wenn es auch wärmer ist, dass wir uns da so ein bisschen mehr aufhalten können, länger aufhalten können und so, und dass wir dann auch entsprechend vielleicht irgendwie, keine Ahnung, mal was machen können, so zu dritt, zu viert, ne? Wir holen dann noch jemanden dazu. Vielleicht mal Olli besuchen, ne? Wäre auch eine Möglichkeit, ne? Hätte ich kein Problem mit, ne? Zum Beispiel auch Olli besuchen, ne? Hatte ich sowieso auch schon vor. Ich war ja noch nicht in seinem neuen Studio. Aber bitte nicht nur Salamis, nein. Kriegen wir schon irgendwie hin, dass noch ein Mädchen dazukommt. Wäre eigentlich eine Chance gewesen, aber mal gucken. Ich muss mich sowieso bei einer bestimmten Freundin mal melden. Mit der ich schon lange nicht mehr geschrieben habe. Oh, guck mal. Oh, jetzt aber haust du rein, Vegimakia. Na gut, du bist auch bald fertig. Sind da noch ein paar... Manchi? Ah, ich weiß nicht. Ich kann mal fragen, ob sie Bock hat. Ne? Ich frag sie mal. Wenn sie Bock hat, gerne. Wie gesagt. Ne? Wer würde denn dann noch so aus der Ecke kommen? Stimmt, ich weiß, mit wem ich mich mal wieder treffen wollte. Ich hoffe, sie hat mal demnächst mal Zeit, nach Essen zu kommen. Ne? Ich hoffe, sie hat mal wieder Zeit, nach Essen zu kommen. Ja, klar. Verständlich. Ja. Müsste, glaube ich, wer. Oh, ich merke gerade, dass es ein bisschen hier... Warte mal, ich muss mal kurz was machen. Gerade ganz kurz was korrigieren. Du redest im Rätsel. Ich rede von der Becky. Die Betsky. Mit der wollte ich mich auch schon wieder nach Monaten mal wieder treffen. Die ist ja im Moment ja schwerst beschäftigt mit Piranha Bytes. Also sie arbeitet ja bei Piranha Bytes. Und jetzt ist ja vor fast 2 Wochen Elex 2 rausgekommen. Ne? Ich wollte mit ihr sowieso das mal irgendwie hinkriegen, dass wir mal entsprechend uns mal treffen. Und wenn dann vielleicht halt essen, ne? Weiß ich auch. Ja. Oh Gott, hat das Ding Scanner gemacht? Hat das Ding Scanner gemacht? Böse. So, nochmal hier. So. Gleich kommt mein Navitaub und rasiert es. So, wahrscheinlich sind es noch... Wüsstest du schon, wann war die? Was wüsstest du schon, wann? Am 16.07. Ja, das wäre noch ein bisschen zu spät. Das wäre etwas spät. Aber ich weiß nicht, was ich da dann machen werde. So, was haben wir hier? Schutz? Oh, ja, Schutz. So. Ah, noch in dem Rasen. Und dann
Wieder ein Navitaub. Warum? So. Da kommt noch mal Biss. Das kann heftige Ruheort. Oh. Es geht um Kamellenbäder bei Lett, weiß? Mein Geburtstag Kamellebad? Oh oh. Ja, gut. Oh, das haut auch nur 26 KP weg. Geh mir weg! Nein, der Inhalt vom Brief. Ach so! Ich wollte schon sagen. Hä, Kamellebäder, was? Hä, an meinem Geburtstag? Ja, ich weiß. Ja, wir haben heute noch darüber gesprochen, ich und Lett, wegen einer bestimmten Aktion, die ab Montag im Übrigen hier bei Dercho TV starten wird, im Zuge für die Ukraine. Seit wann nennst du meine Liebesbriefe an dich Kamellebad? Hey, Entschuldigung, Lett. Oder meinst du jetzt Wuppi? Halt bitte dahinter. Ich bin auch ein alter, verwirrter Mann. Ich weiß davon nichts. Haben gerade etwa die Tasten gequietscht? Was? Ah, Follikon. Follikoli, Follikola, Folliko. Funicoli, Funicola, Funicoli, Funicole. Wenn du es nicht verstehst, phonetisch, ja, phonetisch, tschüss. Ich hasse dieses Pokémon. Sesukids. Yo, yo, yo. Immer dieses Yo. Alter, Bodycheck. Knallt aber auch rein. Gleich kriege ich wieder einen Schreck. Wenn es hier klingelt. Kenne ich. Von meiner Klingel kenne ich das. Ja, weißt du, ich wohne seit 3 Jahren in diesem Haus hier, ne? Seit 3 Jahren in dieser Wohnung. Und ich habe mich immer noch nicht an meine Klingel gewohnt, ne? Selbst wenn ich, glaube ich, schon 5 Jahre hier leben würde, würde ich mich immer noch nicht dran gewöhnen. Oh Gott, Navitaub. Navitaub, du bist im Übrigen das Ticket für Level 35 von Vegimak. Da würde ich nämlich Navitaub und, oh nein. Für Hühner reingefallen, ne? Komm. Ja, zurückgeschreckt. Nochmal. Ah, Windschnitt. Ah, wenn es Volltreffer ist, dann ist weg. Ah, es geht. Hast du eine Ding-Dong oder eine Ring-Klingel? Ich habe eine Ring-Klingel. Ja, Ring. So, 35. Nice. So, Vegimak ist fertig. Navitaub, komm nach vorne. Ja. So, jetzt wird's einfacher. Eigentlich müsste ich Rockheimann nach vorne setzen. Aber ich weiß nicht. Ne? Oh, Navitaub gerade frisch 31. Aber es wird schnell gehen. Weil die ganzen Käfer-Pokémon hier Schwäche genug haben. Ja, 270 XP. Sehr schön. Oh, jetzt kommt der Vergleich. Welches Navitaub ist besser? Das wird ein Zickenkrieg. Ja, wäre auch besser so. Also ich bin noch ziemlich nett und lass den und lauf dem entgegen. Ne? Aber wenn ich nicht da bin, müssen die nach oben laufen. Ich weiß, dass sie das, also dass zumindest der Amazon-Bote das 2-3 Mal gemacht hat, wenn es bei kleinen Paketen drum ging. Und, ja, diesmal ist es eher nicht so. Also bei der Deutschen Post vor allem nicht. Ne? Ich werde ja, da war ja dann auch schon... Herr Dercho, haben Sie für Ihren ehemaligen Mitbewohnern, Herrn Dingens, ne? Ja, DHL und Amazon lauf ich auch entgegen. Definitiv. Setze ich ein oder nicht? Ich laufe einmal kurz mal zurück zu der Ollen. So. Ihr wisst ja jetzt, es sind jetzt nur noch 2 Pokémon, die wir trainieren müssen. Dauernd heute länger. Was war ja eigentlich...
Was heißt eigentlich DHL wirklich? Deutsche House Language? Jemand hat mal gedacht, D.H., denn dieses, das heißt, würde heißen deutsche Hausfrau. Ich laufe nur für Hermes, der Rest hat mich schon zu oft scheiße gebaut. Die lässt Glad laufen. So, lauf, Schlampe, lauf. Hm. 270 Erfahrungspunkte. Oh, Doppelkampf, endlich mal. Oh, zweimal. Ach stimmt, das waren die Namen von den Gründern, genau. Ich habe irgendwie gedacht, das heißt irgendwie deutsche Handelslogistik. Würde passen, ne? Deutsche Handelslogistik. Windschnitt würde beide treffen. Das ist sehr schön. Knirscher. Hier. Wow. Ein Cezukids wehrt's ab. Ein Cezukids überlebt nicht. Delzy Hillblown Lin. Na gut, ne? So, dass man immer auch mal seine Namen entnehmen kann, um Unternehmen zu benennen. Ne? Ich möchte ja nur so viel sagen, Dercho TV. Das muss ich nicht die Frage stellen, was das heißt. Das ist mein Nachname, Dercho. Ne? Im Übrigen, das möchte ich auch nochmal kurz sagen. Nee, das sage ich lieber nicht. Nein, 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 nein. Lieber nicht. Behalte ich für mich. Wäre für einen Stream nicht gut. Wäre für einen Stream nicht gut. Definitiv nicht. Nein, natürlich nicht. Nein. Dercho Logistics. DL. Wenn ich eine Logistikfirma aufmachen würde, die würde immer zu spät kommen. Ja. Gibt ja auch noch immer diese kleinen Kurierdienste, oder? Oder haben die auch schon während Corona pleite gemacht? Ich habe ja früher, als ich noch im Münsterland gelebt habe, habe ich so viele Kurierdienste gesehen, in roten Autos. Die hießen irgendwie so und so Kurierdienste, bla bla, Kurierdienste, Baltus Kurierdienste und so. Ne? Wo ich mir auch immer wieder so die Frage gestellt habe, so, haben die überhaupt Erfolg jetzt während der Pandemie gehabt? Weil hier in Lippe gibt es gar keinen von. Ich habe einen, glaube ich, gesehen, aber mehr auch nicht. Hier hat es doch irgendeinen mit West. Und West gibt dir den Rest. Wüsste ich nicht. Ich weiß nur von Vodafone West. Grüße an dieser Stelle. Ich möchte gerne erwähnen, dass es einmal funktioniert dann heute. Das urplötzlich, während Update nicht. Wow! Da kommt er. Ich höre hin. Ah. Dann viel Spaß beim Pizzaschnabulieren. Ach komm, ich setze einen Supertrank ein. Komm. Zwei haben wir schon eingesetzt. Das ist der dritte jetzt schon. Und Yorklef hat ein Item. Oh, wieder ein Hypertrank. Guck mal. Wenn man Hypertränke findet, das Yorklef. Aber Supertränke, nö. Supertränke, nö. So. Oh, wieder zwei Cezukids. Ich habe ein Déjà-vu-Erlebnis. Was ist denn hier los? Beide trifft es diesmal. Na, nur Hälfte. Na gut. Ja, und Hochmut. Sehr schön. Ja, der Angriff von Rokaimann steigt und steigt und steigt. Ha, Beulenhelm. Ja, ist sehr gut, dass ich einen Beulenhelm gegeben habe. Bei physischen Attacken haut er rein. Der Beulenhelm. Dann kriegst du auch eine Beule, gell? Aber ich glaube, die nächsten zwei Stunden werden wir echt hier mit dem Training der beiden beschäftigt sein. Weil ich glaube, heute werden wir den Orden definitiv nicht machen. Selbst wenn wir kurz davor sind, 34 oder 35 beide, und wir haben kurz vor 11, nein. Das werden wir heute nicht machen. Also sollte es wirklich so sein, dass wir noch vor 23 Uhr es noch schaffen. Alter, meine Güte. Navitaub, du bist stärker. Du bist Level 31. Muss ich immer schreien, muss ich immer meckern. Jetzt bist du 32. Endlich mal gescheite Attacken. Luftschnitt. Oh.
So. Du hattest... Ein Fassersnob. Neues Pokémon, liebe Freunde. Und ich habe gedacht, ich könnte mal... Na, ist egal. Ein Fassersnob. Ich nenne es immer Fassersnob. Ein stolzes Pokémon, normal Flug, 1,20 Meter groß, 29 Kilo schwer. Männliche Exemplare tragen eine Verzierung am Kopf, lässt sich von Natur aus nur auf seinen Trainer ein. Es heißt Dentor. Dentor? Soll ich umbenennen in Dentor? Coolio! Jetzt ist es eine Maschine. Da ist es weiblich, deswegen hat es nicht diesen Schmuck am, ne? Deswegen nicht. So. Erster Kampf. Riesenvogel. So. Jetzt rasierst du den und du knabberst den. So. So, Sesokids, weg. Das schon mal gut. So, oh, Pizza ist geschnitten, nice. Das ist immer das Beste, wenn Pizza geschnitten ist, ist immer eine sehr gute Nachricht. Dann hat der, die Pizzeria immer alles richtig gemacht. Aber auch wirklich alles. So, sehr gut. Aber wir gehen trotzdem nochmal zur Dame. Machen wir sogar Glück. Oh, guck mal, da hätten wir angeln können. Weil da ein Pokémon gewesen ist. Nee. Dann lass es dir gönnen, Wuppi. Schön Pizza und Dercho TV. Wer hätte das gedacht? Oh. Können wir jetzt mal eventuellerweise mal wieder Windschnitt einsetzen? Windschnitt. Sesokids ist gefährlicher. Ja, Tampignon ist eigentlich gefährlicher. Ne? Aber ist egal. So, Hochmut erstmal. Weißt du, und Rockheimmann ist derjenige, der halt die wenigsten EP bekommt. Gut, man muss auch sagen, er kämpft halt auch immer nur mit, wenn Doppelkämpfe sind. Oh. Haut fast alles wieder rein. Gut, dann machen wir Luftschnitt. Und du machst Le Knirscher, wenn es schief gehen sollte. Was aber nicht schief gegangen ist. So. Ja, ist wie gesagt, wenn wir halt wirklich auf die guten Pokémon stoßen, schon wieder ein Doppelkampf. Guck mal, wenn Doppelkampf nach Doppelkampf, dann ist immer gut. Na, wenn immer ein Doppelkampf kommt, das ist immer eine sehr gute Sache. Irgendwie liegen mir meine Kartoffeln ziemlich arg im Magen, merke ich gerade. Aber nun gut. So. Ne, machen wir mal Windschnitt. Mal gucken, wer von den beiden überlebt. Du. So. Oh, Polikon. Ui. Wahrscheinlich eine schwache Verteidigung. Hätte ich echt nicht gedacht. Aber so muss es funktionieren. So muss das funktionieren. Ne? Ah, es gibt nur immer einmal. Okay. So, Pokémon jetzt auch 32. Entwickelt sich jetzt auch? Das wäre schon heftig gewesen, wenn es sich jetzt auch entwickelt hätte. So, Navitaub gegen Fassanob. So.
Nee, komm mal. Nein, oh, scheiße. Ja, ist kein Doppelkampf mehr. Es ist ein Einzelkampf. Ja gut, gib uns noch mal eine Chance. So sieht's aus. Gib uns noch mal eine Chance. Da, 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 da. Ein bisschen weiter weg mal sitzen, deswegen habe ich mich jetzt mal so nach hier geschoben. Ein bisschen zurückgelehnt, damit ich auch meine Beine ausbreiten kann. Machen wir Luftschnitt. Bam. Ich hätte schon wieder Ruheort ein. Ich fasse es nicht. Das würde uns auf den Keks gehen. Jetzt verhöhnt es uns auch noch. Hallo? Der Ruckzuck-Keep muss doch reichen. Oh. Mein Name ist Navitomb und ich würde gerne das Kanal. Jawohl. Tschüss, Kowski. So. Bald 33. Geht eigentlich voran, wenn es klappt. Gebe ich offen ehrlich zu. Oh, Tampignon Level 29. Sehr heftig. Windschnitt. So. Na, ja, Lockduft. Oh. Machen wir Ruckzuckhieb. Ich glaube aber, dann wirst du vergiftet oder so, ne? Oder? Nein, wirst du nicht. Sehr schön. So. Ja, leider ist die Weiterentwicklung von Tampignon noch nicht hier zu finden. Tampignon, ja, hat eine Weiterentwicklung. So wie Sesokids. Ein kleines Reh wird auch zu einem großen Schwan. Ey, Hirsch! Entschuldigung. Hat er doch gerade nicht gesagt, oder? Doch, hat er. Ja. Wie schön, Sesokids. Du haust dich selbst mit dem Bodycheck weg. Ich habe damit kein Problem. Aber gibt auch gut 300 XP. Ist jetzt wirklich... 61 XP. Da können wir auf Route 1 zurückgehen. Dann kommt ein Navitaub. Toll. Naja. Dann kommt ein Navitaub. Alter, wir haben schon 9:30. So voll, als hätten wir gerade angefangen. Weißt du, das ist so das Besondere dabei, wenn ich mal ausnahmsweise mal um 20.30 Uhr mal richtig starte, beziehungsweise um kurz nach 20.30 Uhr, weil ja die News etwas länger waren. Aber... Ne? So, 33 sind noch 2 Level. So, dann gehen wir jetzt mal Heile-Heile-Buru machen. Oder noch nicht. Das wird interessant. Ich weiß ja schon, wie ich das mache. Strategie mit den beiden. Schön Strategie einsetzen. So, du machst schön Windschnitt auf beide, während du dann Knirsche auf Navitaub machst. So. Sesokids erleidet mehr Schaden, aber ist nicht draufgegangen. Dafür das Navitaub, Gott sei Dank, dank Volltreffer. Ah, genau, Rockman kriegt immer Hochmut, wenn es das Pokémon umbringt. So war das. Stimmt, ich erinnere mich. So. Oh, Schwein gehabt. Pokémon-Team, bla bla bla, Reisen, Auszeit, bla, schlag mich tot. Weg. Komisch, dass sie nicht dazu sagt, so von wegen, ja, das, und guck mal deine Pokémon an, jetzt sind die wieder, ne? Ich habe im Übrigen keine Angel und kann das Pokémon aus dem Wasser nicht holen. Ja, obwohl wir in jedes Haus gehen, ich jeden angequatscht habe, keine Angel. Ja, nix. Kann es passieren, dass Fasanop eins meiner Pokémon wird, was 100 KP haben wird? Ich muss das mal gleich mal überprüfen. Geht gut voran im Training? Ja, geht gut voran. Vor allem, wie gesagt, ich habe Fasanop genommen anstatt Rockheimmann. Hätte ich den genommen, dann wird es ein bisschen Schwierigkeiten gegeben. Ne, Verkokel. Also wäre Fasanop das zweite Pokémon, was sich den 100 KP nähert. Das ist aber zumindest schön, dass Verkokel
schon 100 KP hat, aber noch nicht entwickelt, weil es viel mehr ein Level. Ja. Komm mal hier, Windstoß. Reicht aber auch. Reicht aber auch. Nee, geht aber voran. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, noch eine Stunde für beide brauche, mache ich noch den Orden. Dann mache ich noch den Orden. Ein Versuch noch mit dem Orden. Wenn es dann immer noch nicht klappt, weiß ich nicht weiter. Gehe ich ganz ehrlich zu, dann weiß ich nicht weiter. Bis 40 hier? Nein. Werde ich nie im Leben schaffen. Deswegen. Also 35 ist schon das Maximum, was ich hier theoretisch rausholen kann. Also da habe ich schon ein ordentliches Stück, was man Training nennen kann, eigentlich schon eingeholt. Natürlich danach müsste ich mal wieder ab und zu auch mal immer wieder so Trainingssessions machen, dass ich dann mal sage, so jetzt alle auf 40, ne, danach oder 42, sagen wir mal, oder 41, ne, also es muss halt immer wieder dann kommen und danach mal irgendwie schauen, wie es so sein wird. Ob dann eventuellerweise, keine Ahnung, ne, ob ich in 5er Schritten beibehalte, ne, also jetzt sage bis 40 und dann 45, 50, 55, ne. Ich habe ja im Übrigen, wie gesagt, immer noch einen Platz frei. Das Yorklef ist ja nur ein Platzhalter, weil vor allem wegen Mitnahme. Und ich werde das Yorklef ja auch nicht bis zu Ende... Ich kann das Yorklef bis zu Ende entwickeln, aber ob es da noch Mitnahme kann, glaube ich eher nicht. Ne? Und es dient halt dazu, um Items zu finden. Das sind jetzt auch nicht geradewegs die perfekten Gut. Wenn Supertrank findet, ist es auch nicht schlecht. Ne? Aber trotzdem, manchmal wünsche ich mir auch gerne mehr. So, Doppelkampf. Das würde Fasanob alleine hinkriegen. Guck mal, 98 und 88 KP. Na, wer hat hier die Eier mit den KPs? So. Sesokids würde, glaube ich, überleben. Beide sogar auch wieder. Ah, das Laubkarps ist hier stärker, deswegen. Ja, deswegen. So. Kopf los! Ja, das reicht. Können wir auch Gewissheit machen. Sollte der Ruckzuck-Hieb nicht zu daneben gehen. Naja. Aber wir sehen, Rockheimann kriegt auch ein bisschen mehr XP dazu. So. Doppelkampf. Oh. Ah, komm. Das ist jetzt, wenn ich ehrlich bin, kein großer... 28, 26, sehe ich gerade jetzt. Na komm. Weiß gar nicht jetzt, welcher 28, welcher 26 ist. Aber der 28er ist schnell gestorben. Lese immer Lapskaus. Ja, ich musste das auch als erstes lesen. Lapskaus? Was? Ne? Das war halt so auch so. So, hä? Moment, das ist ein Pokémon? Ah, Fasnob reicht's immer noch nicht. Bis auf 34. Aber guck mal, Fasnob ist fast fertig. Du bist schon der dritte Doppelkampf in deiner. Ist das der Wahnsinn? Wie wird narrisch? Ach, Freunde. Ich glaube, ich sollte Pokémon mal öfters mal bis mal am Samstag machen. Ist irgendwie auch lockerer, ne? Oh, haben wir auch mal. Volltreffer. Oh, kriegen beide doppelt immer noch XP. Ja, das sind ja so knapp 300 XP, die ja insgesamt bekommen, ne? Vierter Doppelkampf hintereinander. Irgendwann mal bitte Open End. Ja, Open End schon, aber wie gesagt, ich nehme es ja auch noch für YouTube auf. Und die Open End Streams, die sollen ja meistens ja, wie gesagt, also zumindest... In dem Sinne nämlich auch, ne, ohne Pausen da eigentlich sein. Ja gut, Pausen schon, ne, wo ich dann mal sagen kann, okay, ich mache da mal einen kurzen Cut, dann ist natürlich auch bei YouTube irgendwann ein Cut, ne. Aber klar, kann man auch machen, ne. Nächste Woche, weil ich ja nicht kann, wie gesagt, weil ich ja mich nicht mit dem Muki leider treffen kann, würde das dann vielleicht gehen, aber hängt wirklich von Situation ab. Ich überlege ja halt auch schon, was ich eventuellerweise schon am Freitag spiele. Habe ich das nicht schon eingetragen? Stimmt, Freitag bin ich gar nicht live. Ich bin auf Freitag unterwegs. Stimmt.
Guck gerade oben auf meine Lampe und denk, warum ist sie aus? Sieht man, wie verbammelt ich schon im Kopf bin, ey. Ja. Das ist der Schlafmangel im Übrigen. Ich glaube, es ist auch seit dem Krieg der Ukraine wenig gepennt. Ja. So als wirklich wenig gepennt. Ich verfolge diese Berichterstattung noch nicht durchgehend. Nämlich auch nochmal kurz sagen, sondern verfolge die schon mit. Nicht durchgehend, aber ist ja noch vieles andere, was ich ja hier noch nebenbei auch noch für Dercho TV mache, ne? Natürlich auch noch für mich selbst, ne? Also Wohnung aufräumen zum Beispiel heute. Ich finde, der Fußboden sieht mal wieder schön aus. Ich habe ja auch hier in meinem Zimmer und in der Küche gewischt. Im Wohnzimmer sah es nicht so schlimm aus. Warum wohl? Weil ich da halt nur am Dienstag war. Und am Donnerstag, nee, am Donnerstag war ich hier. Am Dienstag war ich ja hier. Am Donnerstag war ich im Wohnzimmer. Ja. Kommt nichts mehr. Alle Pokémon tot. Das war's. Wadi muss jetzt Orden machen. Ihr fällt ne. Wollte schon sagen. Der Lapskaus. Larbkaus. Guck mal, nur noch die Hälfte, dann ist auch Pasanok fertig. Und wieder ein Doppelkampf. Warum die wieder vier hintereinander? Hat nämlich sehr gut geholfen. 26, 26, ja, sind die Schwächsten im Moment. Sind die Schwächsten. Und Rockeye braucht noch gut drei Level. Könnte, wie gesagt, noch was werden. Ich habe ja selbst auch noch zu Beginn der Session am Mittwoch, dass das nicht klappen wird mit zwei Pokémon. Und wie ihr sehen konntet, dann am Mittwoch, für die, die es immer noch nicht nachgeguckt haben, der DerchoTVD und YouTube, weise ich gerne nochmal hin, Ausrufezeichen YouTube in den Chat. Und sonst solltet ihr diese Folge hier jetzt auch, also diese Session hier auf YouTube sehen. Lasst mal ein Abo da, ne, falls noch nicht getan, oder empfiehlt diesen Kanal weiter. Gut. Zu 80% ist hier im Moment nur Sims 4 Content, weil der Rest nicht aufgenommen wird. Und wenn, dann wird er nicht hochgeladen. Habe ich gerade Sims 4 Content gesagt? Pokémon Content, sonst Sims 4 oder Sims 2. Ne? So. Und wieder ein Doppelkampf. Von mir aus könnten auch mal zwei Dingens kommen. Ne? Navitaub. Wäre kein Problem. Warte mal, jetzt kann ich es fixen. Moment. Ich muss mal kurz zurück. Ich kann es jetzt fixen mit dem kleinen Bildschirm. Moment. Ist nämlich schlecht geschnitten von mir. Ah ne, ich muss nach oben. Jetzt ist richtig. Mann, ist das geschnitten, Himmel. Scheiße, du. Oh. Hallo? So. Oh. Ist das was? Achso, das Logo da unten. Hehe. So. Ist ja so okay zu mit. Warum ist Tampignon das Schutzschild gemacht? Pups ist uns erstmal voll. Dadurch sinkt der Fluchtwert von beiden. Gut, dann kriegst du es direkt mit dem Luftschnitt zu tun. Hab ich auch kein Problem. So. Habt ihr gesehen? Fasanop 123, Rogaimon 132. Haha. Oh, die wollen nochmal aufs Maul. Waren nur die gleichen von vorhin auch. Wahrscheinlich mit anderen Leveln. Guck mal, 27, 28. Jetzt kommen die alle wieder. Wehe, Alter, ich schwör. Ach, diesmal nicht. Aber beide stehen. Ja, diesmal kein Volltreffer oder so, ne? Oder haben gute Verteidigung, kann auch sein.
Marley Lewis Devil, dankeschön für dein Follow. Willkommen bei Dercho TV. Herzlich willkommen. Ich glaube, es reicht ein Windstoß, ne? Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen. Du musst bedenken, wenn deine Handynummer noch nicht verifiziert ist und so, oder deine E-Mail-Adresse, musst du mindestens, ich glaube, einen Tag warten oder so. Die gehen immer schön pumpen. Ja, die gehen immer schön pumpen, die Pokémon, genau. Deswegen, ah, guck mal, jetzt zweiter Doppelkampf. Ja. Tampignon und Polikon. Folikoli, Folikola, Folikoli, Folikole. Wenn du es nicht verstehst, phonetisch ja, phonetisch nein. Denk mal. Beide halten es sogar aus. Na gut, war jetzt nicht Volltreffer. Aber es geht. So. Ja. Kieferbiss. Auch sehr effektiv, ey, das ist doch. Meinen Helm! So, Rockermann 33. Bald ist er nur noch dran, ne? Danach stelle ich auch Dingens wieder nach vorne. Wie heißt, hier, unser. Guck mal gerade mal kurz nach. Ja, Verkuckel nämlich. Weil Verkuckel mindestens auf 36 noch, weil dann entwickelt er sich. Ja, es entwickelt sich dann. Und dann haben wir es mal endlich mal geschafft mit dem Orden hoffentlich. Also wie gesagt, wenn wir jetzt es jetzt so um halb elf noch schaffen, habe ich kein Problem damit. Weil das ist dann sehr gut. Schon wieder die beiden. An der gleichen Stelle. Und das Tampignon hat gepumpt, du. 29. Ja. Das hat gepumpt. Aber sowas von. So, Windschnitt, beide. Das ist immer so ein Vorteil. Knirscher, ja, Tampignon. Das ist immer so die Sicherheit, so dass Tampignon Schutz oder Scanner einsetzt. So, zumindest Sesso Kids ist weg. Das heißt dann. So, Fasanops fertig. Und jetzt noch Rockaimann. Und dann sind wir fertig, Freunde. Dann sind wir fertig! So. Jetzt kann sein Angriff in die Höhe steigen. So, dann müssen wir jetzt umstellen. Zack. Hallo. Zack, so. Zwei Level noch. Und wenn wir das jetzt in gut 45 Minuten schaffen, was wir wahrscheinlich auch schaffen werden. Orden, Freunde, Orden. Dann wird der Orden heute noch gemacht. Das ist eine sehr gute Idee, dass ich jetzt mit Gott für Pokémon entschieden habe. Das ist eine sehr gute Idee. Ich freue mich gerade irgendwie, aber ich habe noch ein ungutes Gefühl beim Orden selbst. Das bin ich ganz ehrlich. Hab da selbst noch ein sehr ungutes Gefühl. Weil es kann auch noch in die Hose gehen. Aber mit dem Beulenhelm und mit Rockermann, da kann nichts schief gehen. Ne? Außer, dass es leider auch schwäche Käfer hat. Ne? Und Tampignon kann uns auch noch was. Das ist leider das Problem. Weil Tampignon eine entsprechende Fähigkeit hat, das dazu führt, dass Rockermann entweder schläft, begiftet oder paralysiert sogar wird. So, jetzt macht es erstmal ein bisschen Wurzelbehandlung. Warum gibt es nicht eine Attacke, die heißt Wurzelbehandlung? Könnte auch so eine Attacke, ja, sie sporen wird. Ja, kaum erwähnt, schon passiert's, ne? Müssten, glaube ich, noch Paraheiler haben, ne? Müssten wir, glaube ich, noch haben. Oder? Ja, da habe ich es gerade gesehen. Paraheiler 4 Stück. Oh, es geht noch. So. Ja, da haben wir das nächste. Das wird jetzt hier jetzt nur trainiert bis zum geht nicht mehr. Mittwoch haben wir damit angefangen. Wir sind jetzt beim letzten Pokémon, was jetzt auch noch Level 34 erreichen soll. Und Sporen. Und es schlägt. Kann ich nicht eine blaue Flöte oder sowas haben? Kannst du es bitte nicht angreifen? Wir haben ja Hyperheiler. Wurzelbehandlung wäre die Primärattacke von Pokémon namens Zahnarzt.
Schwester Joyce noch heimlich noch als Zahnärztin arbeitet. Alter! Tschüss. Nee, riskiere ich nicht. Alter, Tampignon ist zu gefährlich für Rockheimann. Wie gesagt, Pflanze, ne? Nicht nur Käfer, sondern auch Pflanze. Rollt im Raum herum. Wuppi, wie hat die Zahnpasta geschmeckt? Alter, wie komme ich da drauf? Wie hat die Pizza geschmeckt? Das ist so wohl. Wie hat die Zahnpasta geschmeckt? Lecker. Schütz vor Parodontose. Ja, am Arsch. So, Knirscher. Aber bei Zahnarzt sind, ne? Oh Mann. Ey, so Zahnpasta kann... Ja, Zahnpasta kann schmecken. Ist kein Witz. Ich hatte auch mal Gyros-Zahnpasta, wenn sie nicht kennt. Wie hat Turk von Scrubs damals gesagt, eine Alternative zu After Eight? Ein Schokoriegel mit Zahnpasta und dann sich... Ne? Wer weiß das noch? Ich würde so gerne mal wieder Scrubs gucken, ne? So mit euch zusammen, aber... Amazon, ja, ich rede von euch. Holt euch mal Scrubs mal wieder zurück, ne? Und noch nicht fertig. Wir haben gerade erstmal eine Staffel durch. Ja, ich hoffe mal zumindest Scrubs auf Disney Plus. Ja, aber man kann keine Watch Party damit machen. Doch, ich könnte Leute einladen zu mir nach Hause. Dann könnten wir gucken. Aber nicht mit euch hier so im Stream. Ne? Das ist leider das Problem. Ah, endlich vergucken kommt auch mal zum Einsatz. Wie doch? Ja, ich lade die Leute ein und wir filmen das ab, oder wie? Glaubst du immer, wer der Hammer und der Prinz von PR? Der Prinz von PR. Es gibt im Übrigen eine Neuauflage von Prince of Bel-Air. Nennt sich nur Bel-Air und ist auf dem Streaming-Dienst halt nicht auf, wie auf Twitch. Ja, meine ich ja, klar. Ne? Man guckt uns zu, wie wir wirklich zugucken und die sehen halt nichts, oder was? So, Nitro-Ladung kriegt das ja so synchron klappt. Also, ne. Und dann heißt es, ich hab kein Disney Plus, greif mal ab, gib mal einen Link und so. Nee. Sowas muss ich nicht machen. Wenn Twitch schon sowas anbietet, ne? So, Sizzle Kids hat sich jetzt erstmal selbst ins Abseits geschossen. Campignon pupst. Wenn man nicht treffen sollte. Oh. Dingens ist... Ah. Der Kugel ist schneller. Ah, Sprung wird. Ja, ja, ja. Das ist nicht so effektiv. Guck mal, wie gelb es auf einmal ist, ne? Bin ich weit entfernt? Nein. Geh mal rein. Brauche ich keinen Paraheiler einzusetzen. Sven, grüß dich. Schönen guten Abend. Na, was geht? Wie geht's dir? Mein Freund. Heute Stream am Samstag, der eigentlich hätte am Sonntag stattfinden sollen. Ich hätte eigentlich morgen auch ganz was anderes gespielt und nicht Pokémon. Ne? Problem ist halt nur, funktioniert da mein Account noch? Ja, ich rede nämlich von Minecraft. Ja, seit dieser Woche ist ja das Mojang-Konto nicht mehr existent. Ne? Ist ja klar, es ist ja jetzt ja nur noch das Microsoft-Konto, was man mit Minecraft immer nicht viel, nicht viel. Für ein Wochenende chillen, ne? Ja, ich ja auch morgen in Bielefeld unterwegs. Mit besten Freund. Nach seiner Corona-Infektion, ne? Grüße an dieser Stelle gehen raus. Ja, mit Corona ist ja heutzutage nicht mehr zu scherzen. Stellt sich nur noch die Frage, wer es kriegt, wer es hat und da wer es bekommt und so. Boah, komm, schlag es doch mal. Danke. Geht doch. Groupwatch. Ja. Ist egal. Parallel. Graupensuppe? Graupensuppe.
Graupensuppe. Leckere Graupensuppe. Ja, ja, Graupensuppe. Ich habe mir heute im Übrigen lecker Kartoffelpüree mit Fischstäbchen und mit Brokkoli-Dings-Gemüse gemacht. Ne? Ja. Oh nö, guck doch mal das an. Hast du die GPU jetzt schon drin? Nee, ich habe immer noch kein Netzteil, Sven. Das Netzteil fehlt immer noch. Das Netzteil fehlt halt immer noch. Kannst du mir leider im Moment nicht leisten. Graupensuppe mit Maggi. Maggi habe ich auch noch genug, nur es ist nicht das originale Maggi. Ich werde mich da nächste Mal drum kümmern. Mach das mal, Sven. Ist sehr nett von dir. Ne? Wer hat es sehr effektiv? Ach ja, Verkopel. Genau, Sven, mal eine Frage. Wie läuft sonst so Windows 11? Hast du da schon mal so ein bisschen mal mehr was gemacht? Ich würde es mal gerne mal von dir wissen, weil du hast ja jetzt auf deinem PC Windows 11 drauf. Ne? Also würde ich mal gerne von dir wissen, wie geht's denn da so ab jetzt? Also hast du damit schon mal ein bisschen mehr gemacht, so gezockt oder irgendwie mal richtig ausgelastet, sowas, was der PC ja jetzt kann mit Windows 11? Ne? Also so mal schon mal richtig, in seinen Grenzen gesetzt. Ne? Der Windows 12, Apple. Ja, Wuppi, das ist ein angebissener Apfel, den nimmt keiner. Wuppi, hast du dir eigentlich am Dienstag die Apple Prezi angeguckt? MS-DOS 3.0. Ich hab hier einen Commodore 60. Hast du? Und? Was sagst du? Wir haben hier bei Dercho TV ja auch darüber berichtet, für die es vergessen haben sollten. Update-Ausgabe vom Mittwoch im Übrigen. Ja, werden sie nochmal angucken für YouTube. Oder DerchoTV.de. Ich bin der Meinung, dass es besser läuft wie mit Windows 10. Ja, ich weiß nicht, ne? Also, ich bin auch bei Games. Ich weiß nicht, ich bin da noch so ziemlich ein bisschen skeptisch, ne? Also, das ist natürlich bei mir so wie bei Windows 10 gewesen. Weil unter anderem Windows 10 ja auch dann so mit Upgrade und alles Mögliche und dann hab ich mir auch die Frage gestellt. Gut, dann habe ich es mir installiert. Nach 2 Wochen habe ich ja wieder downgegradet. Ne? Irgendwo müsste noch mein Laptop, wo ich damals Windows 7 noch drauf habe, irgendwo noch rumfliegen. In irgendeiner Kiste. Ich weiß nicht, ob er sogar noch funktioniert. Bohren wird und jetzt vergiftet. Na super. Naja, außer das iPhone SE 3 hat mich nichts interessiert. Ich warte noch auf die Präse vom neuen kommenden MacBook Air. Also dieses Mac Studio hatte ich nicht interessiert. Was ja jetzt ja quasi so ein Desktop-PC ist, so ein richtiger Desktop-PC. Oder wie ich es ja beschrieben habe, bei Update als 2 Mac Minis auf einen gestapelt. Ich würde es einfach mal testen. Ja. Wäre auch eine Idee, ne? Ja gut, was alleine man für dieses Mac Studio halt bekommen will, ne? Ich glaube, mit dem Monitor oder so ist man schon bei 5000 Euro. Bin auf MacBook und iPhone aus. Ah, okay. PC Windows zum Zocken. Da geht auch, ja, mit den Windows-PCs kann man auch eh besser zocken. Ne? Das sind ja auch dafür eher ausgesetzt als einsetzbar als mit Macs. Ne? Es geht ja auch schon so langsam in diese Richtung, aber auch nur langsam. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich dann zocke, dann wirklich auf einem Windows-PC. Ist das jetzt wahr? Okay, ein Season Kids tötet sich jetzt selbst. Oh, wir sind bald fertig, Leute. Nur noch der weiße XP-Balken, den ihr jetzt noch seht. Nicht den KP-Balken. Aber die Sachen von Apple sind einfach top. Egal was. Ja, das schon, ne? Wenn der Preis mal stimmen würde. Aber man zahlt für Marke. So viel sage ich ja dazu. Ne? Ich finde ja die neuen iMacs finde ich ja auch nicht schlecht, ne? Nur für mich ist halt, keine Ahnung, wenn ich jetzt hier ein iMac stehen hätte, ne? Die Kamera, die wäre hier oben. Ohne Witz, die Kamera, die Cam, die jetzt hier ist, diese. Die wäre jetzt hier oben. Ne? Weil ich glaube, bis zu meiner Webcam geht nämlich der iMac, wenn er nur steht. Ne? Aber ich habe auch, wie gesagt, früher an MacBooks und iMacs gearbeitet, als ich Mediengestalter-Ausbildung gemacht habe. Und dann abgebrochen habe. Und ich habe schon lange nicht mehr an einem Mac gesessen. Also, setzt mich an einem Mac und ich weiß gar nichts mehr.
Ist wirklich so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie es funktioniert. Wie hier die ganze Schalter und so. Also, die ganze Scheiß mit der Apple und so. Dem angebissenen Apfel. So. Es ist noch eine Menge. Wie viel brauchst du noch, kein Mann? Wie viel brauchst du noch? Nee, es geht ja um die Tastenkombination. Mit denen hatte ich ja immer Probleme, wenn ich Photoshop zum Beispiel benutzt habe. Dann habe ich da echt Probleme gehabt, die Kombination zu nehmen. CMD. Was? Computer Mind Definition. Low Cups. Selbstgemachter Eistee. Lecker. Nur nicht richtiger, also ohne Eis. Terminal Sudo Get Appetit. Was? Was? Mudo? Was? Hä? 804? 242 XP. Wie viel noch? Countdown läuft, Freunde. Oh, Jorklef hat was. Ein Trank. Ich wollte gucken. Countdown, Moment. 1410 XP. Würde bedeuten, im Solo-Kampf wären das noch 5 Navitaubs. Leck, besorg mir bitte einen Freundin. Wollt ihr Rote kaufen? Led, ich weiß nicht, ob sie es so toll finden würde. Ja, versuche ich. Es wollen schon sehr viele mit mir irgendwo hingehen. Oder dass ich entsprechende Dinge mache. Ne, ich habe noch gar nichts für den April geplant. Noch null. Und ich krieg schon, also ich kann das schon irgendwie entsprechend einplanen. Ne? Apropos Planung. Ab Montag geht hier im Übrigen eine tolle Aktion los, die der liebe Led Metallica und meine Wenigkeit an den Start gebracht haben. Das wird dementsprechend eine tolle Sache, weil was uns allen das betrifft, ne, das sage ich schon mal, das gebe ich schon mal entsprechend bekannt. Mehr dazu am Montag, wenn ich dann wieder mit Update on Air bin. Dann gibt es ein bisschen mehr Infos dazu, was ich und der Led dann auch planen. Wo dann natürlich auch ein paar andere Streamer-Kolleginnen und Kollegen von mir und vom lieben Led Metallica dann mit dabei sind. Könnt ihr auch am Stück haben. Auf am Stück, was? Low Carbs Double Tradition. Feuersäulen. Komm. Ja. So, ich habe jetzt gerade gar nicht darauf geachtet, wie viel XP es jetzt noch hatte, ne? Aber es sieht nach nicht mehr so viel aus. Freunde, wir schaffen heute noch den Orden. Ich habe ja gesagt 22:30, ne? Das wird weniger, das schaffen wir noch früher. Muss ich jetzt schon kommen. Das schaffen wir sogar noch früher. Oh mein Gott. Freunde. Werden wir es heute nochmal schaffen? Ein dritter Anlauf. Ein dritter Anlauf für gegen Turner. Ich habe so keinen Bock, gegen Turner wieder zu verlieren, Freunde. Ne? Ich habe so keinen Bock. Gegen Turner kämpfen, kein Bock. Oh, Navitaub gibt auch XP. Gribbt auch XP. Gribbt. Ich kann nur Knirscher und Gewissheit, ne? Ich glaube, bei Gewissheit schlägt es auch noch zurück, ne? War das nicht auch so? Neben Biss und Knirscher war auch Gewissheit dabei? Quatschen wir erstmal eine. Nee. Wenn es jetzt durchgehend Ruhestand macht, ist gleich wieder voll, ne? So, Knirscher, komm jetzt.
geht doch. Mann. 100 XP. Countdown läuft, Freunde. Ein Pokémon! Es reicht nur noch ein fucking Pokémon. Dann ist scheißegal. Dann ist es wirklich Wumpe. Dann haben wir es geschafft. Letztes Pokémon. Und jetzt gibt's das Clamping um 104 XP, dann flippe ich aus. Dann ist Stream vorbei, dann gehe ich ins Bett. Dann gehe ich ins Bett. Und wenn ich ein wildes Clamping um in Pokémon Go sehe, fange ich's nicht morgen. Auf keinen. Oh Mann. Oder wirklich, ich ver... Dann noch Verkokel entwickeln lassen. Nee, das mache ich nicht. Morgen gibt's ja eher Sand als. Ja, morgen gibt's Sand als, aber das ist eine Schnuppe. Ich doch, ich habe noch 3 Hyperheiler. Ha! So. Greif doch einfach an, Tampignon. Mach Pinsel und dann bist du weg. Oh, ich mach's zu spannend, Freunde. Wirklich noch Verkokel? Moment. Ja, schlafen ist scheißegal jetzt. So. Wehe. 104 XP. Ich schwör, ich raste aus. Stream ist gleich vorbei. Na gut. So. Fertig. Sollen wir? Ich mach mal eine Abstimmung. Moment, ich mache das hier gerade. Machen wir mal schnell 2 Minuten, so. Ich muss gerade mal was nachgucken. 5 Benachrichtigungen schon, achso, ja. Ich muss noch Retro Recipes nachgucken, ne? Ich muss gerade noch was nachgucken. Nicht, dass ich hier gleich Mumpitz erzähle. Ich meine, es war wirklich 36. Ja, 36. Als kleiner Beweis, ganz kurz. Moment, als kleiner Beweis. Level 36, da steht's. Würde dann zu Flambirex entwickeln, zu diesem feuergeilen Teil da. Das nur so als kurze Info. So. Ihr habt jetzt die Wahl, ob ich jetzt noch Verkokel auf 36 bringe. Oder nicht. Ich wollte schon gerade sagen, habe ich Verkokel falsch geschrieben? Nein. Ich habe es ja mal früher auch mal Verkonkel genannt. Hey Verkonkel, hallo, wie geht's dir, Verkonkel? Alles klar, Onkel? Du siehst so kaputt aus, Onkel. Ja, morgen gibt's eher Sandans. Also, ich wette mir jetzt morgen... Hab mir vorgenommen, morgen 4 Sandans zu fangen, die shiny sind, also schillernd in einer anderen Farbe. 2 Alolas und 2 Kantos. Das sind ja sowohl die Regionalform aus der Alola-Region, also das Eisstahl-Pokémon und das Boden-Pokémon. So, jetzt bin ich mal gespannt, wenn da Nein steht, direkt Orden. Wir müssen noch zurück. Wenn nicht... Dann machen wir jetzt noch Verkokel 36. Die Zeit haben wir noch. Gut eine Stunde will ich noch mit euch hier verbringen. Dann mache ich Feierabend. So, jetzt bin ich gespannt. 3, 2, 1. Jawohl, okay. Dann wird jetzt noch Verkokel gemacht. Ich setze mal Fasenob. Fasenob! So. Wie viel brauchst du noch? 1422 XP. Wir haben da auch noch so gesagt, oh, ist auch noch viel, ne? Aber war diesmal nicht so viel. So. Guck mal, direkt schon Doppelkampf. Direkt schon Doppelkampf. Dann machen wir jetzt noch eine Entwicklung. So. Nitro-Ladung hier drauf und Windschnitt auf beide. So. Bam. Ein Laukaps hat's überlebt. Das 28er nämlich. Okay, also... Ah. So.
137, 107. Guck mal, beide kriegen gleichzeitig, ne? So, dann... Ah, jetzt wieder nur einzeln. Ja, wenn jetzt Navitaub kommt, dankeschön, dann geht's sogar schneller. Hängt auch vom Level ab. Level up. Immer diese Gags. Level up. Das hängt vom Level up. Ich weiß, ich habe schlechte Witze. Erfunden. Eieieiei, machen wir direkt den Brandstempel drauf. Das gibt's nicht. Also wenn das Ding jetzt nicht irgendwie 500 XP gibt oder so, ne, dann bin ich beleidigt. Ja, 300 reichen auf. Ja, nochmal. ...503 XP, nice. So. Wird man gleich mal weiterkämpfen. Such gerade mal noch was. Okay, dann weiß ich Bescheid. Gut, ja. So, mal direkt Brandstempel. Ich werde gleich mal was Spezielles noch machen. Freunde, wir werden gleich noch was Spezielles machen. Was für Attacken? Kapufala. Stimmt, das nächste Kapu-Pokémon. Ja, stimmt. Oh, guck mal, ist hier so Kitsunavi-Taub. Gegen Verkuckelung Fasnob. Fasnoppe. So, und hier machen wir Luftschnitt. Brennen das mal schön erstmal. Ja. Bam. Ah. Nur Fasanob kriegt's ab. Ja. Kontrollladung hier. Ruckzuckieb da. Boom. Bada bum 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 bum. So, jetzt aber. Das Pokémon, was mehr XP gibt. Ja, Initiative steigt. Das ist nicht wahr, ne? ...13 XP! Mit Wadi mal Minigolfen und richtig golfen gehen wäre auch nice. Alle wollen Wadi. Alle wollen mich! Nur die Frauen nicht. Scheiße, ist nichts mehr drin. Das ist jetzt fucking krank, das ist mir so egal. Scheiße, nur noch 13 fucking XP! So, Sesuke, jetzt du bist Opfer. Ich hol mir die letzten 13 und wenn du nur 12 geben solltest, mach aus. Ja, es kann passieren. Vielleicht bringt dieses Sesuke-Kids meinen Verkokel um. Eher unwahrscheinlich. So, Leute. Wir genießen und schweigen. Feuer sollen 50, Brandstempel, also meine Mikroladung 50. Feuer sollen weg. Ich weiß, die Attacke hat ja unser Starter so gelernt, aber nö. So. It's finally happened! Lambirex! Yeah!
Pokémon mit dicken Eiern. Schauen wir uns mal den Pokédex-Eintrag von Flambirex an. Ist auch nicht weit entfernt. Ist ein Feuerschwein. Du Feuerschwein. 1,60 Meter groß, Feuerkampf im Übrigen vom Typ, 150 Kilo schwer. Es trägt einen Backenbart aus Feuer und beherrscht Kampftechniken, die ebenso wuchtig wie schnell sind. Das ist ein Bart, Freunde. Ein Feuerbart. So, ich habe ja gesagt, wir machen noch was Besonderes. Ne? Habe ich ja gesagt. Was ganz Besonderes. Ich verrate auch was. Digimark wird entwickelt. Vegeta! Ah, hola! Ja, Freunde. Alle, die ich hätte... Vegemark hätte nichts mehr Gescheites gelernt. Nee. Vegemark hätte nichts mehr Gescheites gelernt. Strauchler war die letzte gute Attacke. Bis Knirscher wollte ich jetzt nicht warten. Biss reicht auch. Außerdem ist, wie gesagt, müssen wir nicht unbedingt. Ich habe nämlich so keine Lust, darauf zu warten. Und deswegen habe ich mir jetzt so gesagt, komm, lass es sein. Wir werden jetzt schön und gut... Ja, jetzt kommt noch ein Pokémon. Komm, dann gucken wir uns Flambirex mal erstmal in Aktion an hier. Das arme Selbukids. Guckt euch diese Maschine an. Diese Maschine. Was? Und jetzt weg. Ich sag gar nichts mehr. Das war alles umsonst. Wir kann nicht mal einen Sizzlekids besiegen. Schmeiß es raus. Bibi-wuppi. So, dann wollen wir jetzt einmal noch heilen. Ein letztes Mal. Hab mir eine Jogginghose angezogen. Das ist sehr schön. Ich trage immer noch meine Jeans. Ja, ich war ja heute auch draußen, so richtig draußen. So, wir speichern einmal kurz ab. Keine Sorge, ist jetzt kein Feierabend. Denn jetzt gehen wir Turner den Arsch versohlen. Freunde, jetzt werden wir Turner den Arsch versohlen. Jetzt hau ich ihn aufs Maul. Turner, du bist dran. Du bist dran, Turner. Deiner komischen Hose. Deinem komischen Pokémon. Mit deinem komischen Pokémon. Ich rasiere nichts. Ich rasiere alles. So, Vorhersagen wurden schon gemacht. Lüchte ab jetzt nur noch, weil ich sehe keinen Sinn, jetzt noch zu trainieren. Hab genug trainiert. Ich habe vier... Warte mal, insgesamt jetzt glaube ich 4 Stunden so fast. Ja, 4 Stunden trainiert. Möchte ich mal kurz erwähnen. 3 Stunden so. 3 bis 3,5 Stunden. Habe ich nicht noch irgendwie Schutz mitbekommen? Schutz, guck mal. Jetzt geht mir Pokémon nicht auf den Sack. Guck mal. Pokémon geht mir nicht auf den Sack. Hier sind keine. Oh, hat gereicht. Geil. Pass auf sein spezielles Pokémon auf. Das werde ich. Das Problem ist, ich muss da selbst schnell reagieren und gewisse Attacken besser einsetzen als sonst. Ihr habt dann wieder ein Vertrauen zu mir. Ja, weiß ich. Man kann auch einen benutzerdefinierten Betrag eingeben. So, wie schaut eigentlich mein Item, mein Beutel aus? Oh Gott. Supertrank 7 Stück, Aufwecker 5, Beleber 4, Hypertrank 4. Das müsste reichen. Oh, Glorklef trägt noch was. Vielleicht was Nutzvolles? Ja, Gegengift.
1,99 Mark. Was? Sehr gut, Bobby. Sehr gut. Hey, Turner! Grinst nicht so doof! Ich rasier dich jetzt! Alle Haare weg! Wieder zu groß Mundwerk, ne, von mir? Oh Gott, ey. Wenn ich jetzt das dritte Mal verliere, was soll ich dann machen? Aufhören? Letzte Formel, ja, Radiergummi. Boom! Hat sich sowas von gelohnt. Oh, Veggie Cheetah, du bist super. Oh, Moment, ich hab was vergessen. Man hätte jetzt. Fuh. So, jetzt viel besser. Ah, und das ohne Flammibrex. Ja, hätte sowieso nichts geklappt, weil das ist ein Pokémon mit Boden, mit Typ Boden. Also Flammibrex hätte hier 1A versagt. Ort Nummer 5. Den Seismo-Orden. Ich muss die Vorhersage abschließen. Okay, wie mache ich das? Ich muss, glaube ich, warte mal. Stimmt, ich habe die Vorhersage hier nicht mit drin. Hinzufügen. So, Vorhersage wählen. ja, Ergebnis wählen. Schafft Buddy den nächsten Orden heute noch? Ja, Vorhersage abschließen. Ja. So, Wuppi hat jetzt insgesamt 2878 Dercho Points gewonnen. Glückwunsch! Wer war denn? Drei 3% haben Neujahr gesagt. Und es war nur Wuppi, oder was?
Muppi, bist der Beste. Guter Mann. So, Buddy erhält von Turner den Seismo-Orden. Damit hast du nun also 5 Orden, was? Damit gehorchen dir jetzt Pokémon bis zu einem Level von 60. Dann wollte ich dir ja noch diese technische Maschine geben, aber ich habe da von der noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Begib dich doch bitte auf Route 6 und wartet dort vor der Höhle auf mich. Ja, lauf vor! Oder soll ich dir jetzt schon den Dingens rasieren? Boah, endlich mal, ey. Aller guten Dinge sind 3. Der Spruch bewährt sich immer noch. Freunde. Der Spruch bewährt sich immer noch. Aller guten Dinge sind 3. 100 versus 2778. Oh. So. Sehr schön. Und Vegeta, kaum KP weg. So. So, erstmal Pokémon Center. Und dann geht's weiter, Freunde. Dann können wir jetzt endlich das Abenteuer fortsetzen. Endlich können wir das Abenteuer fortsetzen. Haben wir jetzt noch gute, ja, 40 Minuten Zeit bis 11? 3 mal 3 macht 6. Bitte, bitte. Wer will's von mir lernen? Alle groß und klein. Tralala, lad dich zu mir ein. So. Hat sich voll gelohnt, das Training. Hat sich sowas von gelohnt. So. Hallo, Wadi. Hä? Bill. Du hast doch mal... Du erzähl doch mal, warst du in der Arena? Kann das sein? Ah, du hast ihn ja, den Arena-Orden von Maria City. Ja, endlich! Wahnsinn, der ist ja echt klasse. Aber halt, ich darf nicht nur immer tatenlos deine Erfolge bestaunen. Ich bin schließlich selbst ein Trainer. Los, es ist Zeit für einen Kampf. Warum? Will. Oh, Hundchen! Wuff, wuff! 26. 35, gleich 36! Oh, Bedroher. Bedroher. Kaputt? Kein kaputt? Kein kaputt? Die sind Fluchtlein. Ah, bin so froh, jetzt mal den Orden zu haben. Hallo. What the fuck? Mir gar nicht aufgefallen, dass mir hier einen Pokémon geheilt hat. Machen wir direkt jetzt. Ich hab zu kurze Arme, komme ich an. So. Terrybug weg. Vegeta 36. So. Esoferb. Warte mal, das hatten wir doch schon mal. Nee, das ist Starter. Hoppla. Kuckuck. Ja. So. Sodamak. Da wechseln wir jetzt. Ne, Vegeta machen wir jetzt nicht. Fasanop! Fasanostra! Fasanostra! Nein, Fasanop! Fasanop! So. Luftschnitt. Schneiden schön die Luft durch. Oh, Volltreffer. Nice. So, als nächstes kommt Somnivora. Komm. Kleopatra hatten wir schon lange nicht mehr. Kleopatra, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ach so, ja, Vorwarnung. Schlitzer. Schlitzer! Hey. Wir haben ja noch 2 Hyperheiler.
So. Boom, Schlitzer. Und jetzt Volltreffer, bitte. Oh ja, der Shawarma dort ist richtig lecker. Neben dem UPH ist ja das der Laden, wo es den, wie ich finde, besten Shawarma in Deutschland gibt. Oh, schon wieder Hypnose, das gibt's doch nicht. Gehen wir einmal durch. Jao, Hypertrank. Okay, dann setzen wir Hyperheiler ein und dann direkt. Das ist ein Psycho-Pokémon, ne? Deswegen. Das ist ein Psycho-Pokémon. Und es ist deswegen ein Vorteil, wenn wir Gewissheit einsetzen. Mann! Jetzt nervt mich dieses Pokémon. Kleopatra, du kannst doch nichts. Mann. Und bei solchen Attacken wie Kratzfurie wachst du auf, ne? Aber jetzt wirklich fünfmal. Oh. Jetzt aber. Knall. Oh. Ja. Was steigert Einigler nochmal? Ach ja, stimmt, die Verteidigung, ne? Deswegen zieht es so wenig ab. Manometer. Oh. Hast du dieses Pokémon? So. Mann. Oh. Unser letzter Kampf liegt schon einige Zeit zurück, Wadi. Du bist echt unglaublich stark geworden. Von mir kann man das weniger behaupten. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Aber ich habe so das Gefühl, dass du es genau verstehst, was ich mit deinen Pokémon vorgeht. Weißt du was, Wadi? Ich gebe dir eine meiner VM ab. Fliegen! Die hat mir mein Papa in Rayono City gegeben, damit ich jederzeit zurück nach Hause kann, wenn mich das Heimweh packt. Davon gehe ich zumindest aus. Aber ich sollte Shirin wohl besser auch eine abtreten, nicht wahr? Also gut, Wadi, man sieht sich. Wir haben Fliegen bekommen. Wuhu! Fliegen! Wir können fliegen! Also noch! Das machen wir weg. Kein Verlust sein, Windschnitt. Hat beim Training sehr gut geholfen, aber jetzt eine andere Ära. So, ich habe keinen Hyperheiler mehr, ne? Würde ich dieses Pokémon so lassen? Ja, ich tue mal Kleopatra wieder nach vorne. Und Fasanob kommt nach vorne. Obwohl, nee, komm, Rockheimmann kommt nach vorne. Ich glaube, in die Route, da wo wir jetzt hingehen. Moment, was haben wir hier? Achso, stimmt, hier waren wir ja schon. So. Jetzt würde man denken, oh, jetzt muss der Wadi hier wieder durch, ne? Und so mit Pokémon und so. Alles schon gefangen, alles schon besiegt, alles schon gemacht. Wadi gelesen von Led, was? Das mit seinem Pickel ausdrücken und so, ekelhaft Eiter und so ein Scheiß. Ja, habe ich gelesen. Ab und zu habe ich mal in den Chat geguckt. Ich möchte ja gerne darauf hinweisen, dass ich sowohl den Chat auf dem Monitor als auch auf dem Monitor offen habe. Sowohl in OBS als auch hier mit dem Browser. Ja, das nur so als kurze Dingens. Ja, ich weiß, ist ekelhaft, aber ne. 2-1 gegen Bremen. Oh, Bremen hätte die Chance gehabt, auf Platz 1 zu... Weißt du, wenn es für Bremen ernst wird, ne, dann kneifen sie. Wie Schalke. Oh Mann, ey. Ich hätte es Bremen zumindest auch mal gegönnt, auf 1 zu sein. In der zweiten Liga. Aber nö. Ah, Schalke wird morgen erstmal Hamburg überholen. Wetten, das wird morgen auch nicht passieren. Ah, letztes Pokémon auf dieser Route. Ein Gaulalalapkaus.
Kauselab. 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 So. Elektrolytenhöhle. Danke fürs Warten. Hä? Der hat noch Haare auf dem Kopf. Töne, ich hab dich rasiert. Das sieht ganz nach einem Netz eines Elektro-Pokémon aus. Ein Elektro-Pokémon namens Voltula. Keine Ahnung, warum es hier ausgerechnet ein Netz gesponnen hat, aber wenn für euch ein Problem, das für euch ein Problem darstellt, dann will ich euch da gern helfen. Ich bin schließlich ein Arena-Leiter. Möchte wer zusammen Lost Ark spielen? Ich habe in Lost Ark angefangen, Wuppi, aber nicht weitergespielt. Wann war das? Vor drei Wochen? Ne, vor vier Wochen habe ich angefangen, aber nicht weitergespielt. Ans Werk, Rockermann. Tu, was du tun musst. Ja, gerne. Können wir machen. Kein Problem. Hier, diese Themen soll dir gehören. Darauf bin ich ganz besonders stolz. Sie enthält eine Attacke, die du ruhig deinen Pokémon beibringen kannst. Dampfwalze. Aber warum nicht? Ich spreche von Dampfwalze. Diese Attacke fügt dem Gegner Schaden zu und senkt seine Initiative. Boden-Pokémon sind oft nicht gerade die schnellsten, aber mit Dampfwalze solltest du diese Schwäche irgendwie ausgleichen lassen. Ich weiß ja nicht, wie gut du wirklich bist, aber wenn du glaubst, du kannst etwas erreichen, dann bleib unbedingt am Ball, bis du es geschafft hast. Deine Grenzen bestimmst du alleine. Wenn du dir etwas fest vorgenommen hast, dann kannst du es auch schaffen. Ja. Dampfwalze. Da ist sie. Können wir Rockermann beibringen? Ich würde dafür Lehmschelle wegmachen. Lehmschelle ist ziemlich schwach. Ja, nicht jetzt generell. Ja, meine ich ja. Wie gesagt, können wir gern machen. Ist kein Problem. So, dann wollen wir mal rein. Endlich geht's weiter im Abenteuer. Oh nein. Seht ihr, wer da steht? What the? Okay. Kennt ihr das Pokémon? What the? Bäh? Ja, GTA Online habe ich auch kein Problem mit. Das können wir auch gerne mal gemeinsam spielen, ne? Guckt mal, wer da steht. Hier entlang. Hier, Meister N. Der Trainer, den du sehen wolltest. Danke. Du hast also Bekanntschaft mit zwei Mitgliedern des Finstrios gemacht. Das sind Angehörige von Team Plasma. Handverlesene Untergebene von Jesus. Wie es scheint, waren sie es übrigens auch, die das Voluta-Netz am Eingang dieser Höhle angebracht haben. Die Elektrolytenhöhle. Ich liebe diesen Ort. Zu einem bin ich fasziniert davon, dass sich die elektrischen Phänomene hier mit mathematischen Formeln beschreiben lassen. Und dann ist da auch noch die Verbindung der Höhle zu den Pokémon. Wenn es hier keine Menschen gäbe, wäre dies der ideale Ort für mich. Wie dem auch sei, du würdest jedenfalls von mir auserwählt. Überrascht dich das? Ja. Nun ja, es sollte dich ja auch überraschen. Ich habe Jesus von euch erzählt. Er hat darauf das Finstrio angesetzt, alles über euch in Erfahrung zu bringen. Chiron jagt einem naiven Ideal von großer Stärke hinterher und Bellist hingegen zu der traurigen Erkenntnis gelangt, dass es nicht jedem vergönnt ist, stark zu werden. Und du? Dich prägt keins dieser Extreme. Du stehst dem Ganzen eher neutral gegenüber. Was wohl auch gut so ist. Team Plasma lauert bereits weiter vorn auf dich. Jesus will herausfinden, was du als Trainer wirklich drauf hast. Oh. Das ist interessant hier.
Wir können im Übrigen das hier mal... Hallo! Oh, Bell! Buddy, wusstest du schon, dass sich diese schwebenden Steine verschieben lassen? So ist es doch, nicht wahr, Professor? Professor, was machen Sie hier? Ganz recht. Na, geht es dir gut, Buddy? Was machen Sie hier? Wohnen die alle in der Höhle? Nein! Die sind nur alle hier zu Gast. Dieser Ort ist seit jeher mit elektrischer Energie aufgeladen, die dem Pokémon zu gefallen scheint. Die elektrischen Ladungen reagieren miteinander, was zu dem Phänomen der schwebenden Steine führt. Aber bedenke, dass sie nicht alle Steine verschieben lassen. Mein Vater hat mich darum gebeten, das Klick zu erforschen, ein Pokémon, das wie ein Zahnrad aussieht. Da ich mich meiner Forschung ja mit dem Ursprung der Pokémon beschäftige, dachte sich mein Vater wohl, dass er mir diese Aufgabe auch noch aufbrummen kann. Naja, ich liebe meine Forschung, also mache ich das gern. Wenn du mache ein Pokémon-Kränzchen. Ja, bevor ich es vergesse, das hier ist für dich, Wadi. Wenn du dieses Glücksei einem Pokémon gibst, bekommt es etwas mehr Erfahrungspunkte in Kämpfen. Warum habe ich das nicht vorher gekriegt? Bedenke, je stärker deine Pokémon sind, desto leichter wird es dir fallen, den Pokédex mit Daten zu füllen. Ja, und nun, Professor? Buddy, macht dein Pokédex gute Fortschritte? Denke mal dran, vielen Pokémon zu begegnen bedeutet immer auch, dass sich die Seiten deines Pokédex zügig füllen. So, Bell, und jetzt? Also, ich bin ja die Leibwache von Professor Esche. Naja, nicht, dass es wirklich nötig wäre, aber auf jemanden, den wir so gern mögen, sollte man gut aufpassen. Dann lass mich mal wegschieben. Weggeschoben. Und Elektro. Und kann ich... Hallo? Ah, oh, da liegt ein Item. Ein Paraheiler! Wadi und seine Eier. Ah, Wadi war mal Eierkönig in ehemaligen Nerdstar-Zeiten. Da gab es immer zwei Eier zum Frühstück. Ja. Die zwei Eier gibt es jetzt nur noch am Wochenende. Also ich mache mir am Wochenende immer zwei Eier pro Tag zum Frühstück. Die gibt es nur noch am Wochenende. Ja. So. Wir können einmal hier hin. Oh. Klick! Da haben wir es! Klick! Und es hat Klick gemacht! Oh, das fangen wir. Machen wir mal Knirscher. Ja, das passt. Donnerschock, keine Wirkung. So. Eins. Zwei. Drei. What? Klammergriff. Oha. Wie soll ein Zahnrad einen Klammergriff machen? Ja. Nochmal Pokéball. Das will sich nicht fangen lassen. Weil der Ladevorgang wird nicht viel bringen. Oh doch. Die Zahlverteidigung. Hier probieren wir Superball. Drei Stück haben wir. Auf geht's. Eins. Gut, dann fange ich dich nicht. Klickidus? Bitte was? Klickidus? Ja, tschüss, Klick, ne? Ja. Nächstes Pokémon. Zapladrin. Machen wir mal Gewissheit. Klatschen wir dem mal eine. Aber jetzt komm! Das Zapladrin fangen wir aber.
Eins, zwei, drei. Jawohl. So, ein Zappler drin, ein Stromfisch, Typ Elektro, 0,2 Meter groß, 0,3 Kilo schwer. Es besitzt ein Organ, mit dem es im Notfall Elektrizität erzeugen kann. Es tritt stets in Schwärmen auf. Das Geräusch gehört, das Pokémon klang so wie so ein Geigerzähler. Zähler hier so für Radioaktivität. Interessant. So, ein Heilball. Ich mochte Two and a Half Man mit Charlie Sheen. Ja, mit Ashton Kutcher nicht. Ich mag Ashton Kutcher nicht. Das ist das Problem. Ashton Kutcher ist in vielen Filmen gut, aber in Two and a Half Man war er scheiße. So, zweite Chance für Klick. Klammergriff. So, jetzt zieht nochmal ab. Zieht dann in... Nee, immer noch nicht. Okay. Aber wir müssen dir gleich mal einen Trank geben, Rockai. Rockai Mann! Hol damit hin, Rockai! Oder auch nicht. So, und jetzt... Lass... dich... fangen, Klick! Lass dich fangen! Eins... zwei... drei... Geht doch. Und das ist neutral, es hat kein Geschlecht. Oh, Klick, ein Getriebe-Pokémon. Typ Stahl, 0,3 Meter groß, 21 Kilo schwer. Es gewinnt lebenswichtige Energie, indem es seine zwei Einzelteile ineinander verzahnt und rotieren lässt. Sehr nice. Nein, ich mag kein Ei. Daniel, raus. So. Daniel, du hast im Übrigen verpasst, wie ich Turner rasiert habe. Ich habe ihn rasiert. Das hast du leider verpasst, Daniel. So. Ich überprüfe, ob du das Zeug für die Pokémon-Liga hast. Habe es gerade gesehen. GG. Ein Arschtrainer. Ass-Trainer. Ass-Trainer. Lapterux, was ist das für ein Vogel? Er sieht aus, als hätte er drei Tage lang geschlafen. Gut, Bodenattacken werden nicht viel bringen, also Knirscher. Ja, mach mal Akrobatik. Mach. Haust du nicht so. Ein Arsch stehen hat, passt doch. Ich darf nicht vergessen, morgen meine Magnesium-Tablette zu nehmen. Vergiss das nicht, Wuppi. Ne? Oh, so, ich bin da mal weg. Schönen Abend. Oh, Lett, gute Nacht. Ne, haus rein. Warum? Okay, ich mal. Ha, ein Elixier gefunden. Hehehe. So, habe ich eigentlich schon einen Trank gegeben? Ja, habe ich. Hab wohl Magnesiummangel. Oh, nicht gut. So. In dieser Höhle findet man überall elektrisch geladenes Gestein. Überall. Diese Felsen laden mich förmlich mit Tatendrang auf. Pass mich nicht an, Kinderschänder. War ein bisschen zu viel, ne? Ja, war zu viel. Forscher Gennady. Gennady Blair! Hat einen Klick. Jetzt klickt's, aber jetzt klickt's wirklich hier. Glaubst du, ein X-Angriff hilft Gennady? Gennady nicht. Und das mal jetzt bei jedem Klick. So, erstmal schön Angriff steigern. 436, nee, 420 XP gab's, ne? So, können wir hier weiter? So können wir, warte mal. Nee, hallo? Ah, Pokémon! EH im Team. Ist Daniel wieder im Team? Im Team? Nee, derzeit noch gar nicht, aber ich muss mal bald mit ihm reden, ne? Ja, dann, Daniel, nebenbei Zimmer aufräumen, ne? Dass du dann im Lurk bist und nichts schreibst, ist ja auch nicht schlimm. Du kannst ja mich nebenbei laufen lassen. Ich bin sowieso nur noch eine gute Viertelstunde live, also. Ah, kriege ich nicht. Ich kann mich hier schlecht bewegen, ne? Ich kann mich bei den Elektrosteinen mich schlecht bewegen. Oh, Sinimatur. Hallo. So. Buddeln wir uns erstmal ein.
Verdi. Weiß, das Pokémon habe ich noch nicht. Aber es hat Robustheit. Und ja, es ist weg. Ah ne, es ist keine physische Attacke. Sehr gut. Es ist keine physische Attacke. Ich habe keine Superbälle mehr, ne? Da kriegst du einen Hyperball in den Kopf geschmissen. So. Und 3. Jawohl, Sedimatur gefangen. Je mehr wir die Pokémon fangen, desto später können wir die mehr trainieren, also bekämpfen. Sedimatur, ein Erz-Pokémon, Typ Gestein, 0,9 Meter groß, 102 Kilo schwer. Energie, die ungehindert aus seinem Körper austrat, hat sich an ihm zu orangefarbenen Kristallen verfestigt. Orange, I like orange. Orange is my favorite color. I like orange. You know what I mean, I like orange. Nein. Nein. Ruhe. Gut, dann krieg ich die Scheiße nicht, meine Güte. Ich muss andersrum, stimmt, andersrum, damit es an den Stein. Verdammt! Buddy, verleg deine Kabel doch in der Wohnung, so dass du immer Zugriff darauf hast, wenn du mal aus deinem Wohnzimmer wieder streamen solltest, also die Kabel mit Kabelschächte verankern. Klingt sicher Kopfhefe, ja. Vergiss es, ich habe wieder meine 5 Minuten. Achso. Ja, Wohnzimmer muss sowieso mal demnächst noch renoviert werden. Wird ja auch diese schöne Farbe, die im Hintergrund kommt, ebenfalls zu sehen sein. Zumindest an einer Wand. Ne? Ja und nein. So. Okay, das hat nicht funktioniert. Geh weg. So, gut. Mit. Ah, nee, stimmt. Den Stein nach unten. Motte, grüß dich. Grüß dich, Paul. Kommst du zu den letzten 15 Minuten hier im Stream? Ja, immer. Und bei dir? Oh, Knirscher wollte ich nicht. Das lädt sich auf. So, Dampfwalze. Boom, weg. Bada bum 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 bum. Du bist immer pünktlich. Weißt du doch. So. Hauen wir noch einen Supertrank rein? Oder machen wir erstmal. Wieso komme ich hier nicht raus? Ich muss den Stein dann da raushauen, ne? Und den anderen keine Ahnung wohin. What? Das wird ein. Oh komm, wir müssen mal. Alter, wie das am Zittern ist! Ich werde es nie fangen. Nein. Nein. Da ist dir was Glückliches gesehen. Glückliches gesehen, oh Castador. Was ist das für ein Pokémon? Nicht sehr effektiv. Okay. Eisenstachel wirkt. Oh! Oh, Gyrosball! Fang ich's oder heil ich mich? Nee, ich fang, komm. Schwein gehabt. Schwein gehabt. Castador gefangen. Eine Dornfrucht. Oh, Pflanze Stahl. Auch eine sehr interessante Kombination. 0,6 Meter groß, 18,8 Kilo schwer. Es hakt sich mit seinen Dornen in den Wänden von Höhlen fest und saugt die Mineralien aus dem Gestein. Ich bin immer gut drauf. Ich habe endlich den Orden besiegt. Und ich glaube, fast alle bis auf WhatsApp gefangen. Okay, jetzt erstmal einen Trank. Hypertrank direkt. Ist egal, ob 200 KP oder nicht. So, aber jetzt hatte ich was vor. Geht doch. Ein Beleber. Na, ja, jetzt nervt ein Pokémon. Es ist wieder WhatsApp.
Nee, es gab heute keine Internetprobleme, definitiv nicht. Wieder Castadur ist ja eigentlich ein ganzen Stahl. Da könnten wir eigentlich doch noch Dingens einsetzen, aber ich riskiere es mal nicht. Und die noch einen Schutz? Seht ihr mal du. Dagegen kämpfe ich gern. Mal gucken, was die Dampfwalze hier so macht. Robustheit. Komm, schlag es einmal. Felswurf ist leider eine physische. Oder jetzt zieht's aber hier. So. Schönen Hochmut. Balllevel 36. Und wir sind immer noch in der ersten Stage quasi. So. What? Professor. Und Bell. Hallo, hast du etwas gefunden? Ich würde sagen, wir haben mittlerweile eigentlich genug Daten gesammelt. Diese Höhle gibt es schon seit ewigen Zeiten. Ich finde allerdings keine Indizien, die darauf hinweisen, dass das Klick schon länger als 100 Jahre existiert. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass das Klick vor 100 Jahren ganz plötzlich hier aufgetaucht sein muss. Woher kommen die Pokémon? Wohin gehen sie? Wenn ich Antworten auf die Fragen finden, können wir noch größere Harmonie mit ihnen zusammenleben. Noch in größerer Harmonie mit ihnen zusammenleben. Davon bin ich fest überzeugt. Du war die. Pokémon sind schon faszinierende Lebewesen, nicht wahr? Manchmal frage ich mich, warum diese großartigen Geschöpfe überhaupt sich überhaupt mit uns abgeben. Och, Bell. Das ist böse. So. Das ist böse, der Mottek, oder was ist los? Eine Lehmschelle. Ist auch nicht physisch. Ey, aber so greife ich gern an. Kein Problem. Hätte noch mal heilen sollen, bevor ich richtig in die... Meine Frau merkt das. Alter. So, gehen wir oben oder unten? Oben oder unten? Gehen wir mal unten erstmal. Komm mit. Vor uns liegt eine Treppe, die führt nach unten. Dort wartet Team Plasma auf dich. Oh oh! Das Pokémon hätte uns angreifen können. Oh, Yorklef trägt was. Was hat Yorklef hier in dieser Höhle gefunden? Jetzt kommt ein Paraheiler. Ein Fruchtsaal ist auch nicht schlecht, aber Schaufler haben wir. Eine Forscherin. Ich liebe Orte, wo meine Inspirationen durch kleine Stromstöße geweckt wird. Also war die Frage, warum wurde gerade mein Kommentar nicht gestrikt worden? Welchen Kommentar? Dass du geschrieben hast, bild dir deine Meinung und Benzinpreise? Ja, warum? Was ist los? Ich kann auch nichts mehr. Mein Bot pennt halt. Ja und? Du müsstest dich auch RTL bannen und so. Ja mein Gott. Guckt der Springer-Chef zu? Ich glaube wohl eher nicht. Und selbst wenn, dann stehe ich auf seiner persönlichen Feindesliste. Rockheimann, du lernst nicht Grimasse. Auf keinen Fall. So. Bin eben Live-Ticker checken. Okay, ja, kannst gerne machen. Es passiert nichts. Ich weiß ja nicht, was mit dir los ist, Mottek. Machen wir mal Schaufler. Weiß ja gar nicht. Schweben tut das ja nicht, ne? Oder? Nein, schweben tut's nicht.
Okay. Preis RTL. Seid doch alle neidisch, weil ihr das Logo mögt, oder? Ich hab Äther. Sehr schön. Erstmal Dampfwalze. Ja, aber Wuppi hat, der ist erst 44? Wer ist erst 44? Ein Superball, Wow, und direkt kommt schon das erste Pokémon. Ist hier gerade 5 vor 11? Das ist vielleicht das letzte Pokémon. Ja, 3 Jahre älter als ich. Ja. Würde eine Dampfwalze von der Selensky. Ach so, ja. Eisenabwehr. Ja, tut was für eure Eisen. Ja. Let Dorn? Okay. So. Letztes Pokémon für heute. So. Ich würde dann mal hier stehen bleiben. Hier dann auch direkt sagen, Leute, es war mir eine Ehre, weil ich jetzt mal das Spiel abspeichern werde und so langsam Feierabend machen werde für heute. Der Stream, der heute eigentlich am Mittwoch laufen sollte und der jetzt am heutigen Samstag gelaufen ist. Ihr wisst ja natürlich, klar, es ist halt leider so, dass ich morgen jetzt, sagen wir mal, nicht live bin, aber dafür, wie gesagt, am Montag wieder. Ich hatte gerade was vor. Moment, lasst mich mal ganz kurz mal gucken, wo ich euch hinziehen werde. So. Ich wüsste wohin. Ja, ich wüsste wohin. Weil ja schon von GTA. Schnauze, du komische Curry King Werbung. Currywurst hätte ich auch mal wieder Bock. Hatte ich aber schon. So. Was sagst du zum F1 Manager? Wirst du dir den holen? Klingt interessant, den Formel 1 Manager. Warum auch nicht? Ne? Deswegen. So, was ich jetzt machen werde, ist nämlich, weil schon von GTA Online gesprochen wurde, werde ich nämlich zur lieben Mini-Rakete wechseln. Lasst mal einen lieben Gruß von ihr da, ich werde auch noch ein bisschen reingucken. Und wir sehen uns am Montag dann wieder mit Gameboy Time und mit Update selbstverständlich. Sollte aber morgen dennoch irgendwie im Laufe des Sonntags die Welt brennen und ich bin unterwegs, dann gibt es morgen dann zumindest noch irgendwie ein Update-Spezial. Sonst sehen wir uns Montag wieder und wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut rein. Bis dahin. Tschüss.